Ja, ich darf Sie und euch ganz herzlich hier im Deutschen Landtag bei der Grünen Landtagsfraktion begrüßen. Mein Name ist Susanna Tausendfreund, ich bin die Sprecherin der Grünen Fraktion und wir sind jetzt schon in der Reihe mit vielen Veranstaltungen an den netzaffinen Themen dran, an den Bürgerrechten dran, an den Freiheitsrechten dran. Wie weit kann staatliche Überwachung gehen in Bezug auf den Trojaner-Einsatz? Das ist unser Thema heute. Vor einigen Wochen ist ja die Thematik der Online-Durchsuchung beziehungsweise eigentlich der Quellen-TKÜ oder der Grenzen, der fließenden Grenzen zwischen Online-Durchsuchung und der Quellen-TKÜ mittels des Trojaner-Einsatzes bei der Computerüberwachung, bei der Kommunikationsüberwachung durch die Medien gegangen. Das hat sehr starke Wellen geschlagen. Die Untersuchungen der aus Bayern stammenden Festplatte durch den Chaos Computer Club hat hier eine sehr wichtige Rolle gespielt. An der Stelle nochmal mein herzlicher Dank an den Chaos Computer Club für diese Aufklärungsarbeit, weil dadurch ist schon einmal hier eine sehr wichtige Frage aufgeworfen worden und auch natürlich das Ausmaß dessen, was an staatlicher Überwachung in diesem Bereich passiert, offenbar geworden. Wir waren als Grüne Fraktion an dem Thema allerdings schon Anfang des Jahres dran, als die Nachricht in der Zeitung kam, dass das Landgericht in Landshut eine Computerüberwachung als Quellen-TKÜ für unzulässig erachtet hat. Dort ging es um die berühmten Screenshots, wo in einem Fall an die 30.000 Screenshots gemacht worden sind, automatisiert alle 30 Sekunden. Das war dem Landgericht in Landshut zu viel. Hier war das neu geschaffene Computergrundrecht hier für das Landgericht in Frage gestellt. Wir haben daraufhin Anfragen hier im Bayerischen Landtag gestellt, um die Hintergründe darzustellen. Wir haben dann Auskünfte gekriegt, dass es in 5 Fällen derartige Untersuchungen gegeben hat, bei denen diese Screenshots gemacht wurden, und dann auch einen entsprechenden Antrag gestellt, dass diese Maßnahmen nicht mehr durchgeführt werden, der allerdings hier von den Koalitionsfraktionen im Landtag abgelehnt worden ist. Also das fand ich ziemlich problematisch. Da gibt es eine rechtskräftige Entscheidung eines Landgerichts und trotzdem wird diese Tatsache einfach negiert. Und es sind auch nach dieser Entscheidung des Landgerichts noch weitere Maßnahmen durchgeführt worden durch das Landeskriminalamt. Wir haben seit 2008 eine wegweisende Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Online-Durchsuchung. Da werde ich jetzt auf die Inhalte nicht weiter eingehen, dafür haben wir heute unsere Fachleute da. Diese Entscheidung setzt für die Quellen-Telekommunikationsüberwachung der Telekommunikation mittels Computer sehr enge Grenzen und die müssen unseres Erachtens natürlich streng auch eingehalten werden. Es stellen sich in dem ganzen Zusammenhang sehr viele Fragen, die wir versuchen heute auch zu klären. Insbesondere der langjährige Streit, kann man die Quellen-TKÜ überhaupt auf die Rechtsgrundlage des 100a der Strafprozessordnung stützen, die ja eigentlich geschaffen worden ist für die klassische Telefonüberwachung. Meines Erachtens ist das höchst problematisch, weil es eben keine Spezialnorm gibt. Wie können die Grenzen der Funktionalität eines Trojaner-Programmes überhaupt technisch eingehalten werden? Wie kann eine gerichtliche Anordnung auch tatsächlich so eingehalten werden, dass sichergestellt ist, dass ein Programm nicht doch mehr kann, als es eigentlich darf, wenn, wie wir erfahren haben, das Landeskriminalamt den Quellcode dieser Software überhaupt nicht gehabt hat.
Wie kann auch eine nachträgliche Überprüfung durch den Datenschutzbeauftragten, die ja jetzt im Moment läuft, ausreichend stattfinden und alle offenen Fragen klären, wenn dieser Quellcode auch dem Datenschutzbeauftragten nicht zur Verfügung steht? Oder vielleicht hat er sich diesen Quellcode ja inzwischen besorgt. Das wäre natürlich auch eine sehr interessante Frage. Was konnten denn die Programme tatsächlich? Da werden wir sicher von dem Vertreter des Chaos Computer Clubs etwas mehr erfahren können. Und wo sind die rechtlichen und tatsächlichen Grenzen zu ziehen, um die persönliche Integrität, den Kernbereich der privaten Lebensführung und eben das neu geschaffene Computergrundrecht zu wahren? Das jetzt nur mal so zum Einstieg ein paar der Fragen, die sich einfach aufdrängen. Wir haben beim heutigen Podium darauf geachtet, dass wir die Fragen wirklich von allen Seiten beleuchten können. Dr. Thomas Petri ist zu uns gekommen, der Bayerische Datenschutzbeauftragte. Er wird die ganzen Aspekte rund um den Datenschutz beleuchten und ich hoffe auch ein wenig schon darüber sprechen können, wie die Überprüfung der Fälle, die hier stattgefunden haben mit den Maßnahmen, wie diese inzwischen gelaufen sind. Es hat sich ja dann nicht nur auf diese 5 Fälle der Screenshots beschränkt, sondern es hat insgesamt 22 Maßnahmen gegeben der Quellen-Telekommunikationsüberwachung in Bayern. Die weiteren Fälle waren Fälle, wo Kommunikation ausgeweitet worden ist. Und da wird sicher der Herr Date dann auch noch genauer darauf eingehen. Aber unser Wunsch wäre natürlich, aber ich kann natürlich verstehen, dass Sie jetzt aus einer laufenden Ermittlung auch jetzt hier kein Zwischenfazit ziehen können, aber sicher die Randbedingungen etc. Darüber werden Sie sicher etwas sagen können. Besonders freut mich, dass Peter Date, der Präsident des Landeskriminalamts, zu uns gekommen ist, weil wir natürlich schon sehr daran interessiert sind, wie die konkrete Umsetzung stattgefunden hat. Was konnten die LKA-Mitarbeiter auch an den Programmen prüfen? Was hatten sie eigentlich für gerichtliche Anordnungen? Wie eng waren diese gerichtlichen Anordnungen für die Telekommunikationsüberwachung gestrickt? Was ist dort als Vorgabe gewesen? Wie sind vielleicht auch die Grenzen dessen, was die Mitarbeiter des LKA hier technisch umsetzen konnten? Ich denke, da werden wir, oder welche Probleme haben sich dabei auch aufgetan? Und da wäre es natürlich auch sehr schön, wenn Sie auch auf einzelne konkrete Fälle hier eingehen könnten und die Umsetzung hier darstellen könnten. Als weiterer Referent ist Dr. Julius Mittenzwey zu uns gekommen, der auch schon bei manchen Veranstaltungen bei uns hier gewesen ist vom Chaos Computer Club. Und er kann uns natürlich dann hier aus erster Hand berichten, wie die, was die Recherchen des CCC ergeben haben, auch die jetzt in der Nachfolge auch noch angestellt worden sind. Und den ganzen juristischen Überbau erhoffen wir uns von Florian Albrecht von der Universität in Passau zu bekommen, denn die Rechtsfragen sind natürlich hier doch etwas kompliziert und wir können uns mit seiner Hilfe hier intensiver mit der Problematik befassen. Wir haben uns von dem Ablauf des Abends es so vorgestellt, dass unsere Referenten zunächst ungefähr 20 Minuten Zeit haben, auf ihr Referat hier vorzutragen, ihren Teil hier uns beizutragen. Wir werden anschließend dann eine Diskussion zwischen den Referenten hier haben und danach machen wir eine ganz kurze Pause, um einmal durchzulüften und dann machen wir die Publikumsdiskussion. Ein paar organisatorische Hinweise. Wir wollen den heutigen Abend aufzeichnen, damit er auch im Netz zur Verfügung gestellt werden kann. Wenn jemand etwas dagegen hat, hier mit aufgezeichnet zu werden,
besteht natürlich die Gelegenheit, Bescheid zu sagen, dass diese Beiträge dann rausgenommen werden. Das ist ganz selbstverständlich. Also wer das also möchte, kann hier das entsprechend anmelden. Da werden wir natürlich darauf Rücksicht nehmen. Die Referenten waren alle einverstanden, dass die Aufzeichnung hier stattfindet. Wir haben sehr, sehr viele Anmeldungen bekommen, auch von Leuten, die nachgefragt haben, ob sie dann eine Aufzeichnung oder irgendeine Dokumentation zur Verfügung gestellt bekommen, weil sie einfach so weit nicht anreisen wollten oder keine Zeit gehabt haben. Ich denke, es ist eine ganz gute Möglichkeit, hier diese Informationen hier übers Netz dann auch zur Verfügung zu stellen. Wir haben weiterhin auch Materialien ausgelegt, unsere Anfragen, Anträge etc., also unsere parlamentarischen Initiativen hier. Aktuell läuft noch eine weitere Anfrage, die sich nach der letzten Debatte noch ergeben hat, die in den nächsten Tagen wohl bei uns eintreffen wird. Die ist jetzt noch nicht beantwortet, kommt aber in den nächsten Tagen. Ansonsten gibt es hinten noch Kaffee und ich hoffe auch noch was zu essen. Ansonsten bei den Getränken bedienen Sie sich bitte. Und ein weiterer Hinweis, die Initiatoren des Bürgerbegehrens gegen die dritte Startbahn hier in München haben uns gebeten, ob sie Unterschriftenlisten draußen auslegen dürfen. Habe ich zugesagt, also wer sich den Weg an einen Infostand sparen möchte, der kann hier heute Abend auch noch bei den Initiatoren des Bürgerbegehrens unterschreiben. Ich glaube, jetzt habe ich alle technischen Hinweise noch losgeworden und dann würde ich beginnen lassen, denn so wie wir es auch ausgeschrieben haben, den Herrn Dr. Petri und seinen Mandatsdaten zu erhalten. Oder? Hatten wir es andersrum? Ausgedruckt? Gut, dann alles klar, dann ist vielleicht auch sinnvoller, erst einmal den juristischen Überbau zu bekommen. Und, ja, ich bitte dann auch auf das Mikrofon zu drücken, dass alles auch mitmacht. Wunderbar. Vielen Dank, Frau Tausendholt, für die Einladung, meine Damen und Herren. Ich werde Ihnen heute Abend ein paar Informationen oder die wesentlichen Grundzüge der verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen des heimlichen Zugriffs von Polizei und Sicherheitsbehörden auf informationstechnische Systeme, also ihre Rechner oder unsere Rechner und iPhones und was es da alles gibt, versuchen nahezubringen. Zunächst mal werde ich ein bisschen das verfassungsrechtliche Spannungsverhältnis, in dem solche Eingriffsermächtigungen stehen, erläutern. Danach ist geplant, dass ich etwas Grundlegendes zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Online-Durchsuchung sagen werde und zur Ausformung des neuen IT-Grundrechts. Und das Ganze werde ich dann anhand von einigen Praxisbeispielen, insbesondere auch dem Fall Landshut, den ich mal so nennen möchte, verdeutlichen. Und wenn mir dann noch von den 20 Minuten ein bisschen Zeit bleiben würde, würde ich noch ein paar Einzelprobleme ansprechen. Man muss sagen, dass die ganze Thematik also so komplex ist, dass man also wahrscheinlich mehrere Wochen damit zubringen könnte, wenn man das also alles ausdiskutieren wollte, sodass uns also hier in dem Rahmen natürlich nur die Möglichkeit bleibt, Grundzüge zu erörtern und die dann eventuell später noch ein bisschen anhand Ihrer Fragen zu vertiefen. Genau. So, jetzt haben wir auch die richtige Folie. Also das Spannungsverhältnis, das ist also der Klassiker, den wir also alle in jedem Bereich polizeilichen Tuns sozusagen vorfinden, wo Eingriffsbefugnisse ausgeübt werden. Das ist also das Spannungsverhältnis zwischen Freiheit und Sicherheit. Die Freiheitsrechte, die finden wir also klar vom Verfassungsgeber in den Artikeln 1 bis 19 Grundgesetz normiert. Da fallen uns also nicht so viele Schwierigkeiten. Unter anderem sind im Bereich des Zugriffs auf informationstechnische Systeme die informationelle Selbstbestimmung ganz wesentlich. Also das Recht, das uns das Bundesverfassungsgericht zuschreibt und wonach wir jederzeit selbst bestimmen können sollen, wer was über uns weiß. Dann ist das Telekommunikationsgeheimnis ein prägendes Grundrecht, das in dem Zusammenhang relevant werden kann. Das schützt also die vertrauliche Kommunikation.
ist ein technikoffenes Grundrecht, das also auch moderne Telekommunikationsarten, die vielleicht heute noch gar nicht, oder die sich heute in der Entwicklung befinden oder die noch nicht zur Verfügung stehen, auch künftig schützen wird. Und das dritte Grundrecht, was hier wesentlich ist, ist die Unverletzlichkeit der Wohnung, also das Recht, dass wir private Rückzugsräume haben, in die also niemand eindringen soll und in denen wir uns eben im privaten Umfeld entfalten können. Und was natürlich hier fehlt, aber was auch ganz gravierend ist, ist die Menschenwürde aus Artikel 1 Grundgesetz, die also unantastbar ist. Das heißt also, da ist kein Eingriff möglich, die muss also immer gewahrt werden. Alle anderen Grundrechte, die können auch eben beschränkt werden. Und auf der anderen Seite steht eben sozusagen das Grundrecht auf Sicherheit, wenn wir es mal so nennen wollen, dass wir nicht im Grundgesetz geregelt finden, das aber in der verfassungsrechtlichen Literatur und auch von der Verfassungsrechtsprechung ganz klar anerkannt ist, weil ohne Sicherheit eben die Ausübung von Freiheit nicht möglich ist und unser Bedürfnis nach Sicherheit eben sozusagen als die Legitimation des Staates werden könnte oder sein könnte. Auf jeden Fall ist anerkannt, dass Sicherheit ein Gemeinwohlgut ist und dass es eben auch die Pflicht des Staates gibt, unsere Sicherheit zu schützen. Unter anderem hat man das schon mal versucht im Luftsicherheitsgesetz oder vielleicht ein bisschen positivere Bereiche sind der Schutz von Versammlungen oder auch der Schutz des ungeborenen Lebens, der also hier die Sicherheit mit fördern soll. Und im Bereich polizeilicher Eingriffe haben wir eben das Problem, dass wir nicht wissen, welchen dieser beiden Waagschalen soll man eben Vorrang geben. Es gibt keinen Vorrang, man kann nicht sagen, nur weil die Freiheitsrechte normiert sind, im Grundgesetz sind die vorrangig vor dem Sicherheitsrecht, sondern es muss in jedem Fall eine Abwägung gefunden werden. Bundesverfassungsgericht überlässt diese Abwägung dem parlamentarischen Gesetzgeber. Das sagt also, in jedem Einzelfall müssen die Menschen, die ihr gewählt habt, darüber entscheiden und müssen abwägen, welche Waagschale hier eben der Vorzug zu geben ist. Entscheiden wir uns für die Freiheitsrechte oder entscheiden wir uns für Sicherheitsrechte? Das ist also die schwere Aufgabe, vor der unser parlamentarischer Gesetzgeber steht. Das Bundesverfassungsgericht setzt dem Ganzen nur Schranken, die aus grundsätzlichen Erwägungen eben gezogen werden. Und das sind eben Grundsätze, wo das Verfassungsgericht eben sagt, wenn wir die nicht aufrechterhalten, dann ist also unser Rechtsstaat sozusagen in Gefahr und dann hat hier der Gesetzgeber was falsch gemacht. Und das sind also die, im Wesentlichen die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit, dass in groben Zügen gesagt keine unangemessenen Maßnahmen getroffen werden können. Der Wesentlichkeitsgrundsatz, der besagt, dass der parlamentarische Gesetzgeber alle wesentlichen Dinge im Eingriffsbereich selbst regeln muss. Er darf also nicht sagen, Polizei und Sicherheitsbehörden entscheidet mal selbst, wie er das dann macht, sondern er hat die Verantwortung von uns Bürgern bekommen und er muss da selbst entscheiden. Und das Bestimmtheitsgebot, das besagt, wenn also eine Eingriffsmaßnahme festgelegt wurde, dann muss die also auch so bestimmt sein, dass jeder, der Adressat dieser Eingriffsmaßnahme oder dieser Berechtigung wird, weiß, was auf ihn zukommt und wie er sich zu verhalten hat, dass er also nicht in Anführungszeichen Opfer von so einem Eingriff wird. Und auch das muss der parlamentarische Gesetzgeber leisten, weil er eben der Einzige ist, den wir durch unsere Wahlen letzten Endes legitimiert haben. Und wenn wir Zweifel haben und solchen Eingriffsmaßnahmen ausgesetzt werden und Zweifel haben, ob eben diese verfassungsrechtlichen Bindungen beachtet wurden, dann bleibt uns eben die Möglichkeit der Verfassungsbeschwerde. Und genauso ist das eben auch im Fall der Online-Durchsuchung passiert. Da hat man also Verfassungsbeschwerde gegen das Verfassungsschutzgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen erhoben und hat also die Verfassungsmäßigkeit dieser Bestimmung zur Online-Durchsuchung prüfen lassen. Und im Zuge seiner Entscheidung hat sich also das Bundesverfassungsgericht mit der Online-Durchsuchung befassen müssen. Die Online-Durchsuchung, das ist also ein informationstechnischer Eingriff, wo eben Ihr Rechner oder sonstiges Gerät, das eben Datenverarbeiten tätig wird und Informationen verarbeitet, durch Ermittlungsbehörden infiltriert wird. Häufig wird da eine Remote Forensic Software, also der sogenannte Trojaner, eingebracht, der dann eine Fernsteuerung, aber auch Datenveränderung, Datenlöschung, eben sozusagen einen vollen Zugriff auf Ihren Computer gestattet.
Und das hatte also das Bundesverfassungsgericht hier zu überprüfen und hat festgestellt, dass also das, was wir bisher an grundrechtlichen Schutz haben, was im informationellen Selbstbestimmungsrecht, im Telekommunikationsgeheimnis und auch in der Unverletzlichkeit der Wohnung geregelt ist, offensichtlich noch nicht reicht, um der Bedeutung dieser oder der Tragweite dieser Maßnahme, die hier den Verfassungsschutzbehörden zur Verfügung gestellt wurde, gerecht zu werden, weil eben das Bundesverfassungsgericht festgestellt hat, dass wir hier vor ganz neuen Rahmenbedingungen stehen, dass die Welt vernetzt ist, dass der Bürger auf IT angewiesen ist, dass die Informationstechnologien allgegenwärtig sind, dass also unsere Gesellschaft als Wesensmerkmal heutzutage die Nutzung von informationstechnischen Systemen hat und dass, wenn also solche informationstechnischen Systeme infiltriert werden und man mit denen dann, ich sag mal, schlicht machen kann, was man möchte, dass dann also die Gefahr besteht, dass unsere Persönlichkeitsentfaltung mehr oder weniger aufgehoben wird, also die Möglichkeit, unsere Persönlichkeit zu entfalten, und dass diejenigen, die unsere Rechner infiltriert haben, vollständige Persönlichkeitsprofile erlangen, dass sie also nicht nur die Daten bekommen, die wir aktiv eingebracht haben, sondern auch über sonstige Daten, die im Rahmen des Gebrauchs sozusagen nebenbei gespeichert werden, erlangen können und darüber unsere gesamte Persönlichkeit erschließen können. Und hat gesagt, sowas war also noch nie da, und das sind also neue Rahmenbedingungen, vor denen wir hier stehen, und die müssen wir dennoch schützen. Und das Bundesverfassungsgericht hat da eben gesagt, aufgrund dieser persönlichen und auch der Ebene, auf der persönlichen Relevanz und auch auf der Ebene der Menschenwürde, haben wir hier Rechte, die tangiert sind, und hat eben aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht, das in Artikel 2 und Artikel 1 Grundgesetz geregelt ist, ein IT-Grundrecht, das Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme abgeleitet. Informationstechnische Systeme sind, wie gesagt, also alles, was mit der Speicherung, Verarbeitung, Übertragung und der Anzeige von Daten oder Informationen zusammenhängt. Und die Vertraulichkeit, die soll also ihr Verfügungsinteresse schützen, dass also nur sie selbst bestimmen, wer auf diese Information zugreift, und die Integrität, hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, die soll also die Funktion dieser Information erhalten, dass die also nicht kompromittiert, verändert oder sonst irgendwie das Zugriff darauf genommen wird. Und diese beiden Komponenten zusammen, die ergeben eben dieses neue IT-Grundrecht. Und im Rahmen seiner Prüfung hat eben das Bundesverfassungsgericht da festgestellt, dass das nordrhein-westfälische Verfassungsschutzgesetz, soweit es eben die Online-Durchsuchung regelt, der Bedeutung dieses IT-Grundrechts nicht gerecht wird, und hat eben die Bestimmung für nichtig erklärt, hat aber zugleich gesagt, dass es auch Möglichkeiten geben muss, dieses Grundrecht zu beschränken. Und die hat es eben auch in seinem Urteil festgelegt und hat gesagt, also wir haben hier ein ganz gewichtiges Grundrecht, das allerdings dennoch eingeschränkt werden darf, nämlich dann, wenn konkrete Gefahren für ein überragend wichtiges Rechtsgut bestehen. Im Wortlaut sagt das Bundesverfassungsgericht sogar, es muss sich um existenzielle Bedrohungslagen handeln, die also Leib, Leben oder Freiheit von Personen oder wesentliche Allgemeingüter betreffen. Aber wenn man sich das vor Augen führt, existenzielle Bedrohungslagen, also es muss hier was ganz Schwerwiegendes, eben ein überwiegend wichtiges Rechtsgut betroffen sein, und das muss in Gefahr stehen, einen Schaden zu erleiden, wenn der Staat hier nicht tätig würde. Das ist die konkrete Gefahr. Die Maßnahme muss von einem Richter geprüft werden, und zwar vorab und nicht nachträglich. Der Richter muss also vorab schauen, haben wir hier so eine Gefahr, sind die Rahmenbedingungen überhaupt gegeben, damit wir hier so einen Eingriff, wir in der Online-Durchsuchung zu sehen, ist, durchführen können. Und zudem hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, nachdem das Grundrecht ja aus dem Persönlichkeitsrecht und auch der Menschenwürde abgeleitet wurde, es muss hier weitreichende Vorkehrungen zum Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung geben. Der Schutz oder der Kernbereich privater Lebensgestaltung, das ist also ein Bereich, aus dem sich der Staat zwingend raushalten muss, weil sonst die Menschenwürde tangiert wäre. Was das ist, lässt sich so klar nicht sagen. Es gibt da eben nur Einzelfallentscheidungen zu. Es muss aber auf jeden Fall etwas sein, was eben einen höchstpersönlichen Charakter hat,
was eventuell Empfindungen und Gefühle betrifft. Auch Überlegungen und Ansichten gehören dazu, wenn sie eben höchstpersönlich sind. Und das sind also Sachen, die das Menschsein ausmachen und das sozusagen das in sich selbst kehren und das selbst reflektieren. Das sind also Punkte, die dem Kernbereich privater Lebensgestaltung zugerechnet werden, zuzurechnen sind. Und in die darf eben nicht eingegriffen werden, weil sonst die Menschenwürde verletzt würde. Und insoweit müssen also vom Gesetzgeber wesentliche Schutzmöglichkeiten hier getroffen werden. Nur dann ist eine Online-Durchsuchung zulässig. Demgegenüber ist die Quellentelekommunikationsüberwachung verfassungskonform umsetzt, ein wesentlich geringfügigerer Eingriff. Die Quellentelekommunikationsüberwachung, das ist also nur die Infiltration eines informationstechnischen Systems, um auf ihre Telekommunikationsdaten zuzugreifen. Man geht davon aus, dass die also notwendig sein kann, wenn sie verschlüsselt kommunizieren, zum Beispiel über Skype. Da haben also die Sicherheitsbehörden das Problem, dass sie also, wenn sie den Diensteanbieter in Anspruch nehmen, nur die Daten bekommen können, die von ihnen schon verschlüsselt sind. Und wenn der keinen Schlüssel hat, um die zu entschlüsseln, hat er nur verschlüsselte Daten und mit denen kann er wenig anfangen. Und da es hier um die Gefahrenabwehr in erster Linie geht, hat er dann keine Möglichkeit, die Gefahr abzuwehren, muss also an diese Daten schon am Endgerät vor der Verschlüsselung oder nach der Entschlüsselung rankommen, geht also an die Quelle zu Ihnen nach Hause und installiert Ihnen also auch hier eine Software auf Ihrem Rechner, um also Daten vor der Verschlüsselung abgreifen zu können, die also dem Telekommunikationsvorgang zuzurechnen sind. Mehr darf er aber in dem Sinne nicht machen, sonst wäre das eben keine Telekommunikationsüberwachung, keine Quellen-Telekommunikationsüberwachung mehr, sondern eben wieder eine Online-Durchsuchung. Und der Vorteil bei solchen Telekommunikationsüberwachungen ist, dass also die Eingriffsschwelle viel geringer ist als wie bei der Online-Durchsuchung. Es können also schon bei Rechtsgütern mit ausreichendem Gewicht Telekommunikationsüberwachung durchgeführt werden. Auf der Gegenseite hatten wir ja überwiegend wichtige Gemeinwohlbelange oder Rechtsgüter. Es müssen nur konkrete Anhaltspunkte für eine drohende Rechtsgutverletzung bestehen und es muss ein ausreichender Schutz für den Kernbereich privater Lebensgestaltung im Gesetz vorgesehen sein, während eben bei der Online-Durchsuchung ein weitestgehender Schutz vorzusehen ist. Und aus dem Grund müssen also schon auch hinsichtlich der Eingriffsintensität die Telekommunikationsüberwachung bzw. die Quellentelekommunikationsüberwachung und die Online-Durchsuchung ganz klar unterschieden werden. Zu beachten ist in dem Zusammenhang, dass also wir bislang nur von dem Bereich der Gefahrenabwehr gesprochen haben. Das ist also der Bereich, wo die Sicherheitsbehörden tätig werden, um Schäden abzuwenden, wo man also präventiv handelt. Da ist also noch nichts passiert, sondern man verhindert, dass etwas passiert. Man schützt also die Sicherheit. Also das Grundrecht auf Sicherheit, wenn wir das so nennen wollen, wird hier geschützt. Im Bereich der Strafverfolgung gibt es ähnliche Instrumente. Der Bereich der Strafverfolgung ist aber vom präventiven Bereich abzugrenzen. Im Bereich der Strafverfolgung ist nämlich schon was passiert. Da ist also schon jemand durch eine Straftat geschädigt worden. Und auch hier möchte man also solche Instrumente einsetzen, um einfach dem Straftäter habhaft werden zu können. Aus verfassungsrechtlicher Sicht stellt sich da die Frage, ob wir 1:1 die Vorgaben, die uns das Bundesverfassungsgericht hinsichtlich der präventiven, also der Gefahrenabwehr dienenden Online-Durchsuchung und Quellen-TKÜ gemacht hat, 1:1 auf die Strafverfolgung übertragen können. In der Literatur wird das also durchaus kritisch gesehen. Ich sehe das genauso kritisch. Das Hauptargument ist eigentlich, dass die Sicherheit der Bürger im Allgemeinen ein höherwertiges Schutzziel ist als die Strafverfolgung im Einzelfall. Also man muss sagen, wenn hier die Sicherheit vieler gefährdet ist, dann darf sich der Staat wohl mehr erlauben, wie wenn es in Anführungszeichen nur darum geht, hier einem Einzeltäter habhaft zu werden. Allerdings ist das Ganze aus wissenschaftlicher Sicht völlig ungeklärt. Das ist jetzt ja also ganz klar, wie alles, was ich heute natürlich sage, nur meine persönliche Auffassung. Und problematisch ist also, ob wir das, was wir vom Verfassungsgericht zu präventiven Maßnahmen wie der Online-Durchsuchung und Quellen-TKÜ in den strafprozessualen Bereich und der Verlangsut war also ein strafprozessuales Vorgehen, so 1:1 übertragen können.
Regelungen der präventiven Online-Durchsuchung, die haben wir also inzwischen an einigen Stellen, zum Beispiel 20k im BKA-Gesetz, da ist also inzwischen die Online-Durchsuchung durch das Bundeskriminalamt geregelt worden. Vergleichbare Vorschriften haben wir in Artikel 43d im Bayerischen Polizeiaufgabengesetz und im 6e des Bayerischen Verfassungsschutzgesetzes. Ganz klar, die Bayerische Polizei, die gibt andere Aufgaben wahr, die schützt die öffentliche Sicherheit und Ordnung, das Bundeskriminalamt, die Sicherheit von Verfassungsorganen. Gleichzeitig können beide auch beide Instrumente für ihre Arbeit brauchen. Um Ihnen mal zu zeigen, wie also die Juristen um solche Vorschriften diskutieren, habe ich hier mal den Absatz 7 von dem 20k mitgebracht. Der befasst sich also mit der Frage, wurde hier ein weitreichender Kernbereichsschutz installiert seitens des Gesetzgebers? Der 7 lautet, liegen tatsächliche Anhaltspunkte für die Annahme vor, dass durch die Maßnahme allein Erkenntnisse aus dem Kernbereich privater Lebensgestaltung erlangt wurden, ist die Maßnahme unzulässig. Die Vorschrift ist nach meinem Verständnis verfassungswidrig, weil hier also gesagt wird, dass durch die Maßnahme allein Erkenntnisse aus dem Kernbereich erlangt werden. Das heißt also, die Online-Durchsuchung darf nur durchgeführt werden, wenn es sich ausschließlich um Informationen handelt, die dem Kernbereich zuzurechnen sind, also Kernbereich der privaten Lebensgestaltung. Und so etwas wird es also in der Praxis wahrscheinlich nie geben, dass sich also Personen nur über Dinge unterhalten oder nur über Dinge kommunizieren, die ihrer innersten Privatsphäre zuzurechnen sind, also dass sonst keine Informationen mitgeteilt werden, sodass es also praktisch gar keinen Anwendungsbereich für diesen Kernbereichsschutz gibt. Man hätte vielmehr sagen müssen, dass also Maßnahmen auch Erkenntnisse aus dem Kernbereich gewonnen werden, dann wäre die Maßnahme nicht zulässig, weil also schon jeder Beifang aus dem Kernbereich durch das Bundesverfassungsgerichtsurteil klar untersagt ist. Also wenn allein die Gefahr besteht, dass Kernbereichsinformationen erhoben werden, muss das schon untersagt werden. Also an solchen kleinen Worten kann also schon die Verfassungswidrigkeit oder Verfassungskonformität von so einer Regelung hängen. Ähnlich wird über Artikel 34d bei PRG und 6e des Bayerischen Verfassungsschutzgesetzes diskutiert. Die Regelungen sind aber deutlich, nach meinem Verständnis, deutlich besser konstruiert worden, weswegen ich also vor einem nicht-juristischen Fachpublikum mich dazu jetzt nicht äußern möchte. Ein Klassiker ist eben für den Bereich schlechten gesetzgeberischen Verhaltens hinter 20k im Bereich der Online-Durchsuchung, nach meiner persönlichen Auffassung. Das war allerdings jetzt der präventive Bereich des Zugriffs, des verdeckten heimlichen oder des heimlichen Zugriffs auf informationstechnische Systeme. Im repressiven Bereich, also im Bereich der Strafverfolgung, gab es so eine klare Regelung, die also sagt, hier soll auf informationstechnische Systeme zugegriffen werden, nicht. Da bedienen sich also die Behörden den Paragraphen 100a und 100b der Strafprozessordnung. Der 100a und 100b, das sind also Vorschriften, die auf die klassische netzbasierte Kommunikation ausgelegt waren, die also zu einer Zeit geschaffen wurden, wo es so etwas wie eine Quellen-TKÜ eigentlich noch gar nicht gab, die aber ganz klar der Telekommunikationsüberwachung dienen und die also den Ermittlungsbehörden hier das tatsächlich auch sehr wichtige Instrument der TKÜ zur Verfügung stellen wollen. Es wird darüber diskutiert, ob also eine Maßnahme wie die Quellen-Telekommunikationsüberwachung überhaupt auf 100a und 100b gestützt werden kann. Die Rechtsprechung und die Literatur sind sich da uneins, während die Rechtsprechung also mit ganz herrschender Meinung inzwischen sagt, zuletzt glaube ich Landgericht Hamburg hat das auch gerade wieder bestätigt, dass also eine Quellen-Telekommunikationsüberwachung auf Grundlage von § 100a, 100b StPO durchgeführt werden kann. Sagt also die Literatur mit ganz überwiegender Auffassung, das geht nicht, das wäre verfassungswidrig. Die Hauptargumente der Literatur sind dabei, dass also der § 100a und der 100b nicht darauf ausgelegt sind, dass also Exzesse der Ermittlungsbehörden vermieden werden. Die Literatur geht davon aus, dass also das dem folge ich auch, dass also das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, ein Eingriff in das informationstechnische System, dass also der Trojaner eingeschleust wird, der öffnet für alles Weitere, was also dann zur Online-Durchsuchung führt, Tür und Tor. Die Infiltration an sich, die schafft also die Möglichkeit, alles mit dem System zu machen. Und deswegen müssen hier also
umfangreiche technische und rechtliche Vorkehrungen getroffen werden, die also verhindern, dass hier alles mit dem System gemacht wird. Dass also die Grenze von Telekommunikationsüberwachung und Online-Durchsuchung nicht überschritten wird. Also nach dem, was das Bundesverfassungsgericht sagt, um es nochmal klarzustellen, ist eine Quellentelekommunikationsüberwachung dann zulässig, wenn durch rechtliche und technische Sicherheitsvorkehrungen klargestellt wurde, dass hier nur die Telekommunikationsdaten abgegriffen werden und nichts anderes. Also das ist soweit ganz klar. Da halte ich also der Rechtsprechungsmeinung ganz klar entgegen. Der 100a, der ist also auf sowas überhaupt nicht ausgelegt. Der 100a, der befasst sich weder mit der Frage, wie wird überhaupt hier ein Trojaner eingebracht, was sind die Rahmenbedingungen, sondern er sagt nur, eine Telekommunikationsüberwachung darf eben bei schweren Straftaten stattfinden. Und der Gesetzgeber hätte hier also, um dem Wesentlichkeitsgrundsatz und dem Bestimmtheitsgrundsatz gerecht zu werden, klar regeln müssen, was denn die Rahmenbedingungen sind von so einer Quellen-TKÜ, um eben rechtlich und tatsächlich für Sicherheitsvorkehrungen zu sorgen, die also hier den Übergang von einer Quellentelekommunikationsüberwachung zur Online-Durchsuchung verhindern. Die Rechtsprechung sagt ganz klar, das haben wir doch drin. Wir haben nämlich den 100b Absatz 2, der sagt nämlich, dass über die konkrete Ausgestaltung der Telekommunikationsüberwachung der Richter in dem Anordnungsbeschluss entscheidet. Also der Ermittlungsrichter, der das ja anordnen muss, auch bei einer Telekommunikationsüberwachung, der legt dann eben Art und Umfang und Dauer der Maßnahme fest und der wird dann schon dafür sorgen, dass hier also der notwendige rechtliche und tatsächliche Schutz für Daten, die nicht zur Telekommunikation gehören, angeordnet werden. So eben die beiden entgegenstehenden Auffassungen. Im Fall Landshut, der also hier regionale Berufung oder überregionale Berufung schon erlangt hat, da kam es also zu solch einem Beschluss eines Ermittlungsrichters, der also die Telekommunikationsüberwachung gestattet hat, weil Verdacht von schweren Straftaten gegen das Betäubungsmittelgesetz war das, glaube ich, bestand. Der hat allerdings, wie Sie hier sehen können, ganz klar gesagt, ich treffe hier Sicherheitsvorkehrungen und hat geschrieben, unzulässig sind die Durchsuchung eines Computers nach bestimmten auf diesen gespeicherten Daten, sowie das Kopieren und Übertragen von Daten von einem Computer, die nicht die Telekommunikation des Beschuldigten über das Internet betreffen. Er hat also klar gesagt, alles andere dürft ihr nicht rausziehen. Und im Zuge der Durchführung der Ermittlungsmaßnahmen ist es also dazu gekommen, dass man hier Screenshots von Browserfenstern, Mozilla Firefox, Internet Explorer oder was auch immer gefertigt hat und wohl auch in sehr großem Umfang. Und das Landgericht Landshut hat also später festgestellt, hier handelt es sich nicht um eine Maßnahme, die von dem Beschluss des Ermittlungsrichters gedeckt wurde. Das Bayerische Staatsministerium sieht es ein bisschen anders. Das sagt also, dass auch im Bereich, wenn also ein Internetbrowser geöffnet wird oder ein Skype-Fenster sich öffnet, dass hier ein Telekommunikationsvorgang stattfindet, der also zur Durchführung der Maßnahme berechtigt, weil das Amtsgericht hier gesagt hat, der Ermittlungsrichter gesagt hat, alles was Telekommunikation ist, dürft ihr rausgreifen. Für diese Auffassung gibt es auch tatsächlich gute Argumente, nämlich, dass also hier wohl eine laufende Kommunikation mit dem Internetprovider stattfindet. Wenn Sie also online sind, werden Datenpakete mit dem Provider ausgetauscht. Sie rufen also Informationen von Homepages ab, von Skype und sonst wo und kommunizieren über Datenpakete. Das Ganze hat auch einen nicht öffentlichen Charakter, weil das Bundesverfassungsgericht auch gesagt hat, Telekommunikation, die schützenswert ist, ist nur die nicht öffentliche Kommunikation. Und wenn ich also was browse oder Skype-Fenster sich öffnen, findet erstmal nichts Öffentliches statt, sondern eben nur mit dem Diensteanbieter oder dem Internetprovider kommt es hier zum Austausch von Datenpaketen. Allerdings hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, also sowas, das ist ein technisches Verständnis von Kommunikation, dem folgen wir nicht, diesem technischen Verständnis, sondern Artikel 10 Absatz 1 Grundgesetz, also das Fernmeldegeheimnis, das folgt nicht dem rein technischen Kommunikationsbegriff, sondern knüpft personal an den Grundrechtsträger und dessen Schutzbedürftigkeit an. Also nach dem, was das Bundesverfassungsgericht sagt, setzt also eine Kommunikation, die hier von einer polizeilichen Maßnahme betroffen ist,
eine Dimension der Privatsphäre raus, vergleichbar einer Kommunikation unter Anwesenden, nur dass man eben nicht anwesend ist, dass es sich um menschlich veranlasste Kommunikationsinhalte handelt, dass also nicht nur Geräte miteinander kommunizieren, auf den Punkt gebracht, es muss einen personalen Bezug geben und ein personales Gefährdungspotenzial. In einer weiteren Entscheidung hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, wenn es sich nur um die technische Kommunikation zwischen Geräten handelt, ist es keine Kommunikation. Und im verfassungsrechtlichen Kontext müssen wir also ganz klar hier dieser Entscheidung oder dieser Auffassung des Bundesverfassungsgerichts folgen. Also das ist für mich die einleuchtende, dass also wenn ich hier ein Browserfenster öffne, keine Privatsphäre geschaffen wird, die jetzt irgendwie schützenswert wäre durch ein Telekommunikationsgeheimnis. Soweit aber nur die rechtliche Seite. Es gibt auch tatsächliche Argumente, die also dafür sprechen, dass also hier durch das Abfotografieren von Browser-Inhalten der Telekommunikationsbereich verlassen wird. Nämlich, ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gemacht haben, aber Sie können auch Dokumente mit Browserfenstern öffnen. Sie müssen also, wenn Sie einen Browser öffnen, nicht online sein und surfen und Datenpakete mit Ihrem Provider austauschen. Sie können also aufgrund der Funktionalität von Browsern inzwischen Dokumente bearbeiten. Sie können da sogar Bildbearbeitung vornehmen. Es gibt also Haufen Bonusfunktionen bei Browsern inzwischen. Sie können E-Mails schreiben, indem Sie sich auf Seiten einwählen, auf E-Mail-Diensten. Sie melden sich also an, da müsste also überprüft werden, während Sie schreiben, findet überhaupt noch in der Schreibphase ein Datenaustausch statt. Das ist also durchaus problematisch, ob während Sie also schreiben, überhaupt Datenpakete gewechselt werden, vielleicht auch wieder nur in Bereichen, wo zwischengespeichert wird bei dem Diensteanbieter. Zudem ist natürlich so, wenn Sie also E-Mails schreiben, dann, also zumindest mache ich das so, dass das ein Entstehungsprozess ist, dass also E-Mails, die zumindest einen gewissen Anspruch haben, nie so versandt werden, wie ich sie also konzipiere, dass ich also erstmal Gedanken zu Papier bringe, die dann letzten Endes doch mit niemandem geteilt werden. Und ich lösche dann wieder was, formuliere was um und erst wenn ich das komplett verarbeitet habe, wird die Senden-Taste geklickt. Und da ist also meine Auffassung, dass also dieser Entstehungsprozess, das könnte also den Kernbereich Schutz privater Lebensgestaltung unterfallen, weil ich also hier meine Gedanken zunächst mal aufs Papier projiziere und erst am Ende dann etwas als Resultat dieses Entstehungsprozesses versende, was dann auch eben andere zur Kenntnis bekommen sollen. Und insofern sehe ich also hier aus tatsächlicher Hinsicht die Bewertung, dass also Browserfenster oder Skype-Fensterinhalt, die hier abfotografiert werden, dem Telekommunikationsbereich, vor allem der laufenden Telekommunikation, unterfallen, also für wenig zielführend. Dazu noch ganz einfaches Argument, wenn also 30.000 Screenshots erstellt werden, dann kann ich hier also erstmal so mit meinem guten Menschenverstand kein koordiniertes Vorgehen erkennen, sondern dann ist es für mich ein wahlloses Abfotografieren. Und das müsste man also dann natürlich auch nochmal genauer untersuchen, wie also hier 30.000 Screenshots gefertigt werden können. Also für mich ist das ein ganz klarer Verdachtsmoment. Insofern würde ich dann auch meine verfassungsrechtliche Einführung erstmal beenden. Vielleicht noch ein kleines Problem, was auch natürlich ganz tragende Bedeutung hat. Das hier das in der Mitte stehende, das ist also die Frage, wie man dann umgeht, wenn man so eine Ermächtigungsgrundlage hat, die also gestattet, eine Online-Durchsuchung durchzuführen oder eine Quellen-Telekommunikationsuntersuchung durchzuführen, wie bringt man denn dann überhaupt den Trojaner auf so einen Rechner? Da gibt es also verschiedene Möglichkeiten, dass man das über Zoll macht, dass man in die Wohnung eindringt und das dann also dort auf den Rechner einbringt. Und da stellt sich also die Frage, wird also, wenn wir eine Ermächtigungsgrundlage haben, die uns also zur Quellen-TKÜ oder zur Online-Durchsuchung ermächtigt, wird dann also auch der Vorgang des Einbringens des Trojaners von dieser Ermächtigungsgrundlage erfasst oder muss der Vorgang des Einbringens des Trojaners getrennt geregelt werden? Das sagt die Rechtsprechung. Also auch der Vorgang des Trojaners, das ist ja zwingend, sonst kann ich die Maßnahme nicht durchführen. Das ist nur eine ergänzende Sache. Die wird als Annexkompetenz, das ist also ein notwendiges Übel, mit von solchen Ermächtigungsgrundlagen erfasst. Das Verfassungsgericht sagt dazu, ja, das ist grundsätzlich möglich, aber die Schlagrichtung muss in die richtige Richtung gehen, es muss also das gleiche Grundrecht nach Möglichkeit tangiert sein und es muss sich regelmäßig um ein geringeres Übel handeln. Also es darf nicht schwerwiegender sein als die tatsächlich stattfindende Maßnahme. Und da stelle ich mir also schon die Frage, ob das Einbringen des Trojaners
nicht unter Umständen, also die Infiltration des Systems an sich und die dass man also dem Missbrauch auch Tür und Tor öffnet, zumindest rein theoretisch, ob das nicht schon ein größeres Übel ist, als unter Umständen mal ein Skype-Gespräch mitzuschneiden, ist aber auch letzten Endes wissenschaftlich nicht geklärt. Man kann nur sagen, es ist noch viel verfassungsrechtlicher Diskussions- und Erarbeitungsbedarf gegeben. Wenn Sie sich noch ein bisschen vertiefend über den Vortrag hinaus damit befassen möchten, gibt es ein paar Beiträge, die Sie kostenlos übers Internet abrufen können. Ich werde auch meine PowerPoint-Präsentation zur Verfügung stellen. Vielleicht kann die aber über die Homepage noch eingestellt werden. Es gibt also drei kostenlos abrufbare Beiträge, die ich also in jeder Hinsicht empfehlen möchte. Und dann würde ich zurück an die Frau Tausendfreund gehen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank, Herr Albrecht. Ich denke, das ist ein ganz guter Überblick. Vielleicht nochmal zur Klarstellung, die Maßnahmen, die in Bayern stattgefunden haben. Diese 22 Maßnahmen waren alles Strafverfolgungsmaßnahmen, also repressiver Bereich, gestützt auf 108b Strafprozessordnung. Dann gab es noch vier weitere Maßnahmen in Amtshilfe. So stand es in der Beantwortung unserer Anfragen drin, und es hat noch weitere drei Maßnahmen durchs Landesamt für Verfassungsschutz gegeben, wobei diese Maßnahmen dann wiederum auf der Online-Durchsuchungsbefugnis aus dem Verfassungsschutzgesetz beruht haben, wobei diese Vorschrift ich für ziemlich problematisch halte, weil sie eben diesen engen Rahmen, den das Bundesverfassungsgericht gesetzt hat, meines Erachtens nicht einhält. Also das nochmal zu diesen Maßnahmen. Berühmtheit, wie gesagt, hat natürlich dieser Landshuter Fall errungen, weil eben genau dieser Computer vom Carsten Club dann analysiert worden ist und festgestellt wurde, dass hier weitgehende Nachladefunktionen für Programmergänzungen mit dabei gewesen sind, dass auch der Rechner unsicherer gegenüber Hackerangriffen durch Dritte geworden ist, etc. Also wir werden jetzt gleich auf diese Einzelheiten noch kommen oder auch diese Ausleitungsfunktion über Server in den USA. Aber da können wir, denke ich, auf den konkreten Fall jetzt an Dr. Julius Mittenzweig weitergeben, der uns jetzt hier die Einzelheiten genauer erläutern kann. Dankeschön. Ja, vielen Dank, dass ich mal hier mein Equipment an den Start gebracht habe. Okay. Ich werde die Gelegenheit nutzen und einmal erklären, wie aus unserer Sicht sich das Ganze eben abgespielt hat, und werde versuchen, auch mal aus bisschen technischer Sicht versuchen zu erklären, was denn da so die Hintergründe sind, was ist ein Online-Trojaner, was ist eine Online-Durchsuchung, was ist ein Trojaner, wie funktioniert das und über was reden wir hier überhaupt. Der Chaos Computer Club hatte schon bereits 2007 mit diesem Thema zu tun, eben bei besagter Entscheidung zur Online-Durchsuchung waren Kollegen von mir als Experten vom Bundesverfassungsgericht eingeladen und haben dort eben in einem Gutachten und auch in der mündlichen Verhandlung eben unseren Sachverstand eingebracht. Damals gab es dieses besagte Grundrecht, was die Integrität von informationstechnischen Systemen angeht, noch nicht, es wurde erst da entwickelt. Was wir da eben versucht haben rüberzubringen, ist, dass bei jeglicher Online-Durchsuchung oder bei jeglichem Aufspielen eines Trojaners durch staatliche Stellen, dass da zum einen eine wahnsinnig hohe Eingriffsintensität vorliegt. Also auch vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass wenn man ein bisschen in die Zukunft blickt, ist es einfach so, dass, würde man sagen, fast jeder Bereich des täglichen Lebens, jeder Bereich des sozialen Handels in Zukunft irgendwie Kontakt mit IT, irgendwie in Kontakt mit Computern sein wird. Das heißt,
jemand, der Zugriff auf meinen Computer hat, jemand, der Zugriff hat auf mein Handy, das ist ja letztlich auch ein Computer, hat letztlich Zugriff auf mich selbst. Und hat in dem Moment Zugriff auf meine Gedanken, auf meine Persönlichkeit, auf das, wie ich handle, mit dem ich, also wirklich ganz tief in, auf Zugriff auf das Innerste von mir selbst. Und jemand, der meinen Computer übernommen hat, hat dementsprechend fast mich selbst übernommen und kann jetzt vielleicht nicht mich steuern, aber kriegt zumindest mit, was ich denke, was ich, wie ich so mein tägliches Leben 24 Stunden am Tag gestalte. Weiter haben wir dann noch auf technische Probleme bei der Umsetzung von einer solchen Online-Durchsuchung hingewiesen. Diese Probleme haben sich so ein bisschen eigentlich durch die Untersuchungen eigentlich bestätigt. Wir hatten dann kam diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts und dort waren wir sehr, sehr zufrieden, aber da war dann dieser Abschnitt drin über die Quellen TKÜ. So richtig vorstellen konnten wir uns da irgendwie nichts drunter. Dann haben wir es auch erstmal ignoriert und dann, weil auch irgendwie nicht klar war, was machen die da. Es war ja dieser Vorgang für diese Quellen TKÜ lief so ein bisschen im Verborgenen ab und es war jetzt zumindest einer breiteren Öffentlichkeit oder auch uns nicht klar, wie das technisch jetzt von den Landeskriminalämtern oder vom BKA passiert. Es war da eben nur als Referenz, war darauf Bezug genommen, aber ja, wir hatten da kein Beispiel oder kein Exemplar. Bis eben jetzt Anfang diesen Jahres uns in diesem besagten Landshuter-Fall haben eben wir Zugriff bekommen auf die Festplatte dieses Computers, der mit einem solchen Online-Trojaner, mit so einem Trojaner versehen war und den wir dann eben auseinandergenommen haben und das erste Mal eigentlich verstanden haben, wie genau so eine Quellen-TKÜ oder auch eine Online-Durchsuchung tatsächlich abläuft, was für Techniken da eingesetzt werden und wie, was man sich darunter vorstellen kann. Ich will zuerst mal ganz grundsätzlich, weil es ist ja doch ein sehr technisches Thema, was jetzt, wo man sich so, denke ich mal, wenn man dann nicht jeden Tag mit zu tun hat, nicht so wirklich was darunter vorstellen kann. Ich will mal versuchen zu erklären, zum einen, was ist so ein trojanisches Pferd, wie funktioniert es? Und dann in einem zweiten Schritt will ich erklären, mit welchen Techniken wir versucht haben, dieses trojanische Pferd auseinanderzunehmen und zu analysieren. Zunächst ist so ein trojanisches Pferd einfach ein Programm, was auf dem Rechner der Zielperson oder auf dem Handy oder auf irgendeinem Computer oder einem informationstechnischen System installiert wird. Das ist ein Programm wie jedes andere, wie Word oder wie Skype oder irgendein Programm, mit dem einzigen Unterschied, es versucht sich zu verstecken. Und dazu gibt es verschiedene Techniken, die sich eben so entwickelt haben, wie man versucht, sich vor Virenscannern oder vor dem normalen Anwender irgendwie zu verstecken, damit man nicht sofort auffliegt. Also es ist jetzt nicht so, dass so ein Online-Trojaner dann so im normalen Taskmanager auftaucht, so, ja, ich bin der Online-Trojaner und bitte störe mich nicht bei der Arbeit. Nein, man versucht sich, die Technologie ist, dass man sich ganz im tiefsten Inneren des Computers ganz nah am Systemkern festsetzt und dann sich da eben verankert. Wenn man einmal so tief drin in diesem Computer ist, hat man natürlich kompletten Zugriff auf all das, was dieser Computer macht. Das bedeutet, auf alle Eingabegeräte, also sprich Tastatur, das ist interessant für die, wenn Verschlüsselung versucht wird abzugreifen, weil da will man genau an die Passphrases kommen oder an die Passwörter. Man hat Zugriff über die Webcam, also man kann, theoretisch kann jedes trojanische Pferd, was auf einem Rechner läuft, die Webcam anschalten und kann die Daten dieser Webcam nach draußen leiten. Das gleiche gilt natürlich für fürs Mikrofon, ist das gleiche in grün, und natürlich auch für alle Ausgabegeräte. Das heißt, ein trojanisches Pferd hat kompletten Zugriff auf den Monitor, genau das ist ja hier auch in diesem Landshuter-Fall passiert, in dem eben
letztlich der Bildschirminhalt abfotografiert wurde alle 30 Sekunden und dann eben über das Internet eben ausgeleitet wurde. Das Gleiche gilt natürlich für Drucker und Lautsprecher, also man könnte über so ein trojanisches Pferd auch irgendwelche Musik abspielen auf dem Rechner oder irgendwas ausdrucken. Das macht jetzt nicht so Sinn, aber ist grundsätzlich möglich. Was auch geht, jedes trojanische Pferd, was einem auf einem Rechner installiert ist, hat natürlich kompletten Lese- und auch Schreibzugriff auf alle Dateien, die sich auf diesem Rechner befinden. Das heißt, man kann mit so einem Rechner, mit so einem trojanischen Pferd Dateien lesen, man kann sie verändern, man kann sie neue Dateien dort einfach ablegen man hat also wie gesagt den kompletten Zugriff. Diese trojanischen Pferde, dieses eine trojanische Pferd, was wir da in diesem Landshuter-Fall zur Untersuchung gekommen haben, es war jetzt ein sehr einfaches Exemplar. Es gibt in dieser Welt da draußen hunderttausende verschiedene trojanische Pferde, die da irgendwie von verschiedenen Kriminellen oder auch anderen staatlichen Organisationen im Einsatz sind. So die typischen Einsatzgebiete von trojanischen Pferden sind zum Beispiel Spam verschicken. Also wenn Sie den täglichen Spam, den wir bekommen auf in unserem Postfach, da wird ein Großteil von trojanischen Pferden verschickt. Das funktioniert so, Kriminelle infizieren hunderttausende Computer mit trojanischen Pferden und vermieten diese hunderttausenden Rechner, die können dann komplett ferngesteuert werden und die werden dann stundenweise vermietet an andere Leute, die für Viagra oder ähnliches Werbung machen wollen. Und die mietet man dann und dann versenden halt diese Rechner, die irgendwo auf der Welt stehen, Spam. Ein weiteres Einsatzfeld ist Phishing. Also wenn es einfach darum geht, beispielsweise TAN-Nummern von Online-Banking abzugreifen, um dann selber die Überweisung vorzunehmen auf ein anderes Konto. Dann relativ modern zurzeit ist sogenannte Scareware. Da ist dann plötzlich erscheint ein Screen auf dem Bildschirm und man wird aufgefordert, irgendwo Geld hin zu überweisen. Und nur dann, wenn man da Geld überweist, wird der Rechner wieder freigegeben. Ein klassischer weiterer Fall ist Industriespionage. Also das ist, wenn gerade im Military-Bereich, versucht wird, da kommen sehr viele Angriffe aus China zum Beispiel, wenn versucht wird, da an Geheimnisse zu kommen, sind trojanische Pferde ein Mittel, was sehr häufig genutzt wird, um irgendwo einzudringen, an geheime Baupläne, an E-Mail-Verkehr oder ähnliches zu kommen. Ähnlich ist Sabotage. Also da hatten wir gerade letztes Jahr einen sehr großen Fall, der ist auch wirklich zu weltweitem Aufsehen geführt hat. Da hat irgendjemand, man weiß nicht so genau wer, hat es geschafft, die iranischen Atomanlagen zu sabotieren. Und das hat er auch gemacht mit einem trojanischen Pferd, dem sogenannten Stuxnet-Worm, der einfach sich über Sicherheitslücken verbreitet hat und der nur Steuerungsanlagen für Zentrifugen lustigerweise angegriffen hat. Und dieses trojanische Pferd hat einfach die Drehzahl von diesen Dingern um ein paar Prozent hochgeschraubt und dann wieder um ein paar Prozent runtergeschraubt. Und dadurch gingen die kaputt. Man weiß nicht so genau, wer das eingesetzt hat, aber es gibt so gewisse Vermutungen, wer da ein Interesse dran hat. Und dann als letzten Fall von trojanischen Pferden ist eben Bundestrojaner und Staatstrojaner. Gibt es nicht nur in Deutschland, gerade heute haben die Schweizer, zum Beispiel der Schweizer Bundesrat beschlossen, dass auch die Schweizer eben über trojanische Pferde versuchen werden, Skype-Kommunikation abzuhören. Wie fängt man sich so ein trojanisches Pferd? Es gibt da eigentlich im Wesentlichen drei Möglichkeiten. Das erste ist, am einfachsten ist es, wenn man physikalischen Zugriff auf den Rechner hat. Also wie in diesem Landshuter Fall, da war es halt so, dass an der Zollkontrolle am Münchner Flughafen hieß es, ja, wir machen hier eine Zollkontrolle und wir bräuchten da mal kurz Ihren Rechner. Und dann ist der Zollbeamte da in den Nebenraum gegangen und dort war es dann so, da hat man diesen Rechner einfach mal angemacht. Und es gibt so Installationskits, die stöpselt man einfach an den USB-Stick an
und in dem Moment, wenn die einmal angestöpselt sind, installiert sich selbstständig das trojanische Pferd auf dem Rechner. Dann klappt man den Rechner einfach wieder zu und gibt ihn zurück an den Beschuldigten oder an das Opfer, und in dem Moment ist dieser Rechner einfach verwanzt. Ein zweiter Infektionsweg ist eben die Verbreitung über ungepatchte Sicherheitslücken. Das sind dann die Angriffe, die sehr aufwendig sind. Also das ist das, wie zum Beispiel Industriespionage und auch diese Stuxnet, also diese iranischen Atomanlagen sind. Also diese Angriffe, da geht es darum, dass jeder Rechner hat Sicherheitslücken, und über diese Sicherheitslücken kann ich so einen Rechner, die Kontrolle von so einem Rechner übernehmen. Jetzt ist es so, dass diese Sicherheitslücken, die funktionieren nur so lange, bis sie bekannt werden. Das heißt, Geheimdienste oder staatliche Stellen oder auch kriminelle Organisationen mit hohem Budget, die kaufen sich auf dem Schwarzmarkt oder haben selber Leute, die kaufen sich diese Sicherheitslücken ein und können dann mit diesen Sicherheitslücken Rechner übernehmen. Jetzt ist es so, dass der Wert, also man geht davon aus, dass alleine bei diesem Fall mit diesen iranischen Atomanlagen, dass das irgendwie einen mittleren Millionenbetrag gekostet hat, allein sich da dieses Wissen einzukaufen auf dem Schwarzmarkt, um so eine Software zu schreiben. Also das ist jetzt nicht so, dass das jetzt wirklich für ein Online, also das wäre auch für ein LKA oder für ein BKA ein relativ hohes Budget. Das heißt, sowas lohnt sich, würde ich mal sagen, nur für wirkliche High-Profile-Targets. Ein weiterer Infektionswert ist über sogenannte Man-in-the-Middle-Attacks, was ich da mit MITM-Attacken abgekürzt habe, das ist der Fachbegriff dazu. Das muss man sich so vorstellen, dass wenn man beispielsweise, ich bin mit meinem Rechner zu Hause und surfe im Internet und plötzlich werde ich irgendwie aufgefordert, irgendwas abzudaten. Also so eine moderne Software hat Funktionen drin, die regelmäßig dafür sorgen, eigentlich wegen der Sicherheit, dass die Software sich in regelmäßigen Abständen updatet. Jetzt ist es so, da gibt es schlüsselfertige Tools. Damit geht ein Angreifer, egal ob es jetzt also vermutlich eine staatliche Stelle, geht zu meinem Provider, zu der Telekom oder zu Vodafone oder irgendjemand und sagt, pass mal auf, wenn der Herr Mitten 2 online geht, dann leite mal all den Traffic, also alles, was er abruft, über ein kleines Kistchen, was ich hier dir gleich mitgebracht habe. Und dann ist es so, dass während ich mir dieses Update runterlade, hängt diese Software an dieses Update, so einen kleinen Rucksack dran, was dann eben mit dem Update einfach ausgeführt wird. Und dann wird zum einen mein iTunes oder was auch immer abgedatet, aber gleichzeitig auch der Trojaner installiert. Das klingt jetzt relativ kompliziert, aber sowas gibt es zu kaufen. Da gibt es auch eine Münchner Firma, die das zum Beispiel im Angebot hat. Die verkauft es wunderbar komfortabel und das funktioniert relativ stressfrei. Ein weiterer Punkt, den man auch sagen muss, weil man viele Leute sagen, ja, ist mir wurscht, ich habe ja einen Virenscanner oder ich habe ja meine Firewall oder ähnliches. Man muss wissen, gegen solche Angriffe, also gegen maßgeschneiderte Angriffe, sind Virenscanner und Firewalls und so weiter komplett wirkungslos. Weil Virenscanner und Firewalls und diese ganzen Dinge, die suchen immer nur nach bekannten Mustern. Wenn jetzt ein Angreifer, wenn jetzt irgendwie, wie jetzt zum Beispiel dieser Bayern-Trojaner, der war einfach nicht bekannt, weil der war eben, wir waren jetzt die Ersten, die den jemals so außerhalb von den staatlichen Stellen irgendwie in die Hände bekommen haben, und dementsprechend gab es keine Signatur, keine Virensignatur. Das heißt, der Virenscanner wusste schlicht nicht, wonach er suchen soll. Das heißt, das führt dazu, dass diese Virenscanner einfach 100% wirkungslos sind. Erst wenn dann mal einer erkannt ist, dann springen die Virenscanner drauf an, und die Softwarehersteller müssen halt ab diesem Moment eine neue Version entwickeln. Und das ist so ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel. Bis jetzt wieder eine neue Version im Umlauf ist,
funktionieren die Virenscanner und eben für die unbekannten Sachen funktioniert es. Wie sind wir vorgegangen, als wir erstmal, als wir diese Festplatte aus diesem Landshuter Fall bekommen haben? Es ist relativ schwierig. Man hat da plötzlich so eine Festplatte und den Verdacht, da ist irgendwas installiert, was dort nicht sein sollte. Jetzt gibt es da ein paar Experten weltweit, das ist, würde man sagen, das ist eine relativ kleine Anzahl, die sind darauf spezialisiert, eben solche, gerade aus so Industriespionagefällen oder ähnlichen, solche Analysen zu machen und herauszufinden, ob ein Rechner eben von einem trojanischen Pferd infiziert wurde oder von einem Computervirus oder ähnlichem. Und die, das ist wahnsinnig kompliziert, die versuchen, wenn sie dann mal so ein Programm identifiziert haben, aus dem Programm die Funktionsweise eben wieder sich zu erschließen. Ich kann mal versuchen jetzt, ich werde mal versuchen, das zu demonstrieren, was genau, weil es ist ja auch hier vorhin schon angeklungen, gerade diese Fragestellung zwischen langt ein Binärcode oder langt das Programm als solches aus, um herauszufinden, was es tut, oder brauche ich, um mir vollständig sicher zu sein, den Quelltext dazu? Wenn Software entwickelt wird und ein Softwareentwickler, kann man das ungefähr lesen? Ja. Wenn ein Softwareentwickler Software schreibt, dann schreibt er das in einer Programmiersprache. Das ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel aus dem Quelltext von meiner Firma. Das ist ein Stück Software, die schickt eine Nachricht an Twitter. Das ist relativ lesbar. Das heißt, jemand, der sich damit auskennt, der liest diesen Programmtext und kann relativ klar sagen, was das Ding macht und was das Ding nicht macht. Jetzt kann ein Computer mit dieser Software erstmal nichts anfangen. Das heißt, wenn ich oder mein Team oder irgendjemand jetzt sagt, okay, diese Software ist jetzt fertig, dann drückt man auf den Knopf und dann übersetzt der Computer das in computerlesbare Informationen. Das sind dann diese sogenannten Nullen und Einsen. Wenn es heißt Computer, die können nur Nullen und Einsen lesen. Das ist dann, schaut dann so aus. Wo ist es? So muss man sich das vorstellen. Das sind dann wirklich die Nullen und Einsen, die dann, das verstehen dann eben keine Menschen mehr, sondern nur noch die Computer. Und so, in dieser Form, also wirklich Zahlenmüll, in dieser Form haben wir diesen Trojaner vorgefunden. Und jetzt gibt es spezielle Techniken, wo man diese Zahlencodes wieder ein bisschen lesbar machen kann. Das heißt, es schaut dann so aus. Ist dann für einen Experten ein bisschen lesbarer, aber man kann dann hier ungefähr, man sieht so ein bisschen die Einsprungspunkte und kann dann jemand, der sich wirklich damit auskennt, kann ungefähr sagen, was passiert da. Aber diese fünf Zeilen, die ich da vorhin gezeigt habe, das werden ein paar tausend Zeilen von diesem sogenannten Assembler-Code. Und das ist eben, da kann man dann eben nur so ein bisschen im Trüben stochern, das ist auch wahnsinnig aufwendig, hier die Schlüsse zu ziehen. Und es können auch nur ein paar Experten weltweit sich da wirklich dann wieder herauszufinden, aus so einem Binärcode herauszufinden, was macht das Ding und was macht das Ding nicht. Ich habe auch mal so ein Screenshot, also das ist so die Arbeitsumgebung, das habe ich von demjenigen bekommen, der auch diesen Bayern-Trojaner tatsächlich analysiert hat. Also das ist so seine tägliche Arbeitsplatte. Und das ist damit beschäftigt, der sich dann den ganzen Tag lang. Werden wir nachher brauchen, wenn es darum geht, wie kann auch ein Herr Dr. Petri herausfinden, was unser Bayern-Trojaner jetzt alles gemacht hat und was hat er nicht gemacht. Also, was ich damit sagen will,
die eine vollständige Analyse, also wirklich herauszufinden, was macht so ein Trojaner und was macht er nicht dazu, ist es eben unserer Ansicht nach zwingend notwendig, dass derjenige, der das eben zu analysieren hat, eben auch den Quelltext zur Verfügung hat, weil es eben, wenn man nur den Binärcode einer Software hat und nicht den Quelltext, wie das Ganze entstanden ist, fast unmöglich ist, da wirklich was herauszufinden. Hinzu kommt noch, dass jetzt unsere Version von diesem Bayern-Trojaner noch dazu eine sehr dilettantische war. Wenn jemand sich mal wirklich, also wirklich, wenn man da mal wirklich einen Experten hinsetzt, der dann wirklich mit Verschleierungsmechanismen und so weiter arbeitet, dann wird es einfach wahnsinnig zeitaufwendig und der Kreis der Leute, die sowas können, wird halt einfach immer kleiner. Und es ist dann oft so, wenn jetzt zum Beispiel, was ich vorhin von diesem Beispiel mit diesen Uranzentrifugen, das war dann ein weltweites Team von Antivirenspezialisten, die dann da in wochenlanger Kleinarbeit sich dieses Ding, bis sie erstmal begriffen haben, was das macht und was da die Intention dieses Dings ist, da sind einfach Wochen vergangen und es waren wirklich die Experten weltweit notwendig, um da irgendwie Schlüsse zu ziehen. Auch wenn wir nur den Quelltext, auch wenn wir nur den Binärcode von diesem Trojaner hatten, wir haben schon einfach ein paar interessante Dinge über diesen Bayern-Trojaner herausgefunden. Wir haben einmal die Funktion gefunden, die diese Screenshots erzeugt hat, diese 30.000 Screenshots, die dann da übermittelt wurden. Und wir haben eine ganz interessante Funktion, das was ja dann auch Kern dieser Diskussion war. Wir haben herausgefunden eine Funktion, mit der man beliebige Module in dieses trojanische Pferd nachladen konnte. Und es war so, dass man einfach, dieser Trojaner, der öffnet so einen Kanal, und da konnte man einfach ein kleines Modul reinschieben, das ist dann auch, es ist relativ geringer Aufwand, und mit diesem kleinen Modul konnte man dann diesem trojanischen Pferd bei all diese Dinge beibringen, oder hätte man können, und wir haben es auch gezeigt, dass das relativ einfach geht, die ich vorhin beschrieben habe, was man mit so trojanischen Pferden alles für Unfug anfangen kann. Die anderen zwei Sachen, eben diese völlig laienhaft implementierte Verschlüsselung, die hat eigentlich nur so in der Szene für relativ große Erheiterung gesorgt. Und was natürlich schon ein Punkt ist, dass auch die Zugriffskontrolle richtig schlecht implementiert war. Das heißt, es hätte praktisch jeder beispielsweise, der irgendwo in dem Netzwerk sich aufhält oder jeder, der irgendwo Zugriff auf den ISP hat oder so, hätte dann genau die gleichen Sachen machen können, die eben das BKA oder das LKA in dem Fall mit diesem Trojaner angestellt hat. Also sprich, eben auch Module nachladen, Screenshots anfertigen und so weiter. Was wir weiterhin festgestellt haben, was auch in der Diskussion so ein bisschen unterging, dass die Rückleitung dieser Screenshots, dass die über die USA verlaufen ist. Mir hat mir bis jetzt auch niemand erklären können, was Sinn und Zweck dieser Veranstaltung war. Also jeder Screenshot, der da irgendwie von Landshut zum LKA gegangen ist, ging von Landshut in die USA und dann erst zum LKA. Warum auch immer. Jedenfalls interessant. Sehr interessant. Wollen wir gleich noch China? Zum Fazit. Man muss verstehen, dass dass es aus technischer Sicht eigentlich keine Abgrenzung gibt zwischen einer Online-Durchsuchung und einer Quellen-TKÜ. Auch bei einer Quellen-TKÜ muss ich mich ganz tief im Inneren meines Computers verankern. Ich greife ganz tief in die Integrität meines Computers ein. Und aus dem Grund ist unserer Ansicht nach so eine Abgrenzung zwischen Online-Durchsuchung und Quellen-TKÜ richtig schwierig machbar. Und deshalb sind wir der Ansicht, dass, wenn man sich schon entscheiden würde, man macht jetzt eine Quellen-TKÜ, dass das ähnliche oder vergleichbare Anforderungen rechtlicher wie tatsächlicher Natur haben muss, wie das Bundesverfassungsgericht
eben in seiner Online-Durchsuchungsentscheidung für die präventive, also für die Online-Durchsuchung festgeschrieben hat. Weil es eben nicht so einfach ist, dass ich dann sagen kann, ja, ich mache jetzt hier keine Online-Durchsuchung, sondern ich mache eine Quellen-TKÜ und deshalb greife ich nur in die Kommunikation ein und deshalb ist das eben so etwas Ähnliches wie eine Telekommunikationsüberwachung. Und aus dem Grund, da teile ich, aber ich glaube, da sind wir hier auf dem Podium auch relativ einer Ansicht, dass eben genau dieser 100a StPO nicht einschlägig ist, weil es eben was Qualitatives und auch von der Eingriffsintensität was komplett anderes ist, als eben, wenn ich einfach bei der Telekom meine Handygespräche mitschneide, sondern weil ich eben ganz tief in meinen eigenen Rechner eingreife und da ganz tief auf mein System Zugriff nehmen muss. Und als letzter Punkt eben, das ist das, was dann jetzt eben bei der Aufarbeitung wichtig ist, eine unserer Kernforderungen ist, dass eben die zuständigen Behörden, die da jetzt mit der Aufarbeitung befasst sind, dass denen auch das Instrumentarium an die Hand gegeben werden muss, damit sie diese mal wirklich untersuchen können, was da tatsächlich passiert ist. Und dazu brauchen sie unserer Ansicht nach zwingend auch den Quelltext. Ja, danke schön, Dr. Lippenzweig. Ich denke, jetzt ist es an der Zeit zu hören, wie tatsächlich das LKA mit den Programmen, mit der Spionagesoftware umgegangen ist. Weil mir ist es irgendwo nicht nachvollziehbar, dass tatsächlich es technisch machbar ist, wirklich diese engen Grenzen einzuhalten und die Funktionen auf die reine Kommunikation zu beschränken. Das ist einmal das eine. Der zweite Punkt, wenn ich nicht im Besitz des Quelltextes bin, wie kann man tatsächlich dann das jeweilige Programm überprüfen, was es wirklich kann. Ist natürlich auch immer ein gewisses Risiko, wenn ich mir das Programm von einer Privatfirma machen lasse, dass vielleicht die Dinge nicht so ganz sauber dann tatsächlich oder auch qualitativ groß sind. Und da hat der Herr Dr. Lippenzweig darauf hingewiesen, dass hier möglicherweise auch ein etwas dilettantisch gestricktes Programm vorhanden gewesen ist. Aber die Aussage von Innenminister Herrmann und auch von Ihnen, dass die Programme jeweils für den Einzelfall maßgeschneidert gewesen sind, wäre natürlich auch nochmal interessant zu hinterfragen. Und im Weiteren die Notwendigkeit des Einsatzes, weil meiner Kenntnis nach bieten eigentlich Firmen wie Skype auch den Sicherheitsbehörden an, durchaus hier die Kommunikation, den Zugriff zur Kommunikation auch zur Verfügung zu stellen, wenn hier die entsprechenden gerichtlichen Anordnungen vorhanden sind. Also das sind jetzt einmal, und natürlich auch die Ausleitung der Daten über die USA würde uns natürlich auch sehr, sehr interessieren. Also bringt frei für Daten vom Landeskriminalamt. Ja, Frau Pausenfreund, werte Damen und Herren, ganz herzlichen Dank für die Einladung und dass man hier auch die Gelegenheit bekommt, verschiedene Dinge auch antworten zu können, aus unserer Sicht, insbesondere auch aufgrund der Feststellungen des Mittels 2, dass man auch dann in eine Diskussion eintreten kann. Ich möchte auch einleitend festhalten, dass dieser Meinungsaustausch aus meinem Sinn auch wichtig ist und wir nehmen auch die entsprechenden Dinge sehr ernst und Sie dürfen mir wirklich abnehmen, dass das nicht abgetan wird. Entsprechend, ne, das ist eine sprachliche Maßnahme und die haben wir schon richtig gemacht. Das ist auch ein ständiger Prozess, der hier abläuft. Und lassen Sie mir aber eines dazu sagen, weil nicht, dass der Eindruck hier entsteht, so wie es sicherlich nicht zu verstehen war, aber dass es natürlich verschiedene Maßnahmen gibt und da wurde dann staatliches Handeln mit kriminellen Handeln in einem Pakt reingepackt, das dürfen Sie so nicht sehen und nicht verstehen. Und Ihr grundsätzliches Thema war ja Spannungsverhältnis zwischen
zwischen der Ermittlungsmaßnahme und der Verfassung zu diskutieren. Wir sind als Ermittlungsbehörde nicht in einem Spannungsverhältnis zur Verfassung, sondern wir sind Teil dieser Verfassung und wir unterliegen natürlich auch zu Recht neben der parlamentarischen Kontrolle, Frau Tausend, Freund, auch natürlich insbesondere in dem Bereich, wo wir uns in der Strafprozessordnung befinden, der gerichtlichen Kontrolle. Und auch letztlich ist es diese Diskussion, die angestoßen worden ist durch die Beschwerdeinstanz des LG Landshut, auch ein Teil dieser Kontrolle, die über Maßnahmen der staatlichen Behörden und hier des Bayerischen Landeskriminalamts entsprechend erfolgen. Ich will aber jetzt auch sehr schnell entsprechend zu diesen Fragen kommen, wie handeln wir das ab? Lassen Sie mich dazu nochmals auch eines klarstellen. Es ist ja von den Vorrednern auch sehr deutlich schon zum Ausdruck gebracht worden, wir sprechen hier über die Quellen TKÜ und nicht über die Online-Durchsuchung. Also Online-Durchsuchungen, obwohl das PAG das in Bayern vorsieht, wurde durch das Bayerische Landeskriminalamt noch nicht durchgeführt. Das heißt, wir reagieren damit auf die kriminaltaktische Notwendigkeit, und das ist auch von den Vorrednern schon dargestellt worden, dass sich zunehmend die Kommunikation unserer entsprechenden Kundschaften, in Anführungszeichen, sich verlegt in die entsprechende Verschlüsselung, in die Verschleierung. Und das bedeutet, dass dadurch die ganz normale Telefonüberwachung, wie sie gang und gäbe ist, insofern technologisch schwierig wird. Sie kennen das selbst aus den Bereichen, dass Sie Rechner angeboten bekommen, die schon von vornherein mit Skype ausgestattet sind. Und das nehmen natürlich auch unsere entsprechenden Rechtsbrecher sehr gerne in Anspruch und die sind auch da sehr findig. Also nochmal, wir sprechen nur von der Quellen-TKÜ, das heißt, die Infiltration des Systems passiert ausschließlich in dem Bereich der Kommunikationsplattform. Sie haben einen großen Bogen gespannt, mittenzweit zwischen dem, was alles so in dieser Welt an Trojanern unterwegs ist, und da kann ich Ihnen nur zustimmen aus der Erfahrung, die auch wir aus kriminalistischer Sicht haben. Sie können in der sogenannten Underground Economy alles eigentlich kaufen, was Sie so an Werkzeugen benötigen. Von Food-Netzangriffen bis Ausspähungsprogrammen, von entsprechenden Passwörtern und, und. Das ist aber die kriminelle Seite. Was ist jetzt das staatliche Handeln in dem Bereich? Wir beschäftigen uns beim Landeskriminalamt mit einem eigenen Kompetenzzentrum für Telekommunikationsüberwachung. Und ich sage auch hier an dieser Stelle, dass wir hier große Anerkennung haben. Das sind also nicht nur Laiendarsteller, die hier unterwegs sind, nicht nur Kriminalbeamte, sondern wir haben hier eine große Qualitätsanforderung an uns selbst gestellt. Wir beschäftigen unter anderem Diplom-Ingenieure aus dem Bereich der Nachrichten- und Telekommunikationstechnik, Informatik und Physik. Alle, die durch die Firma Digitas programmierten Softwarelösungen, wurden bei uns letztlich dann auch in den Qualitätssicherungsprozess unterzogen. Dadurch wurde gewährleistet, ich komme schon noch drauf, dass die Quellen-TKÜ-Software ausschließlich technische Funktionen beinhaltet, die der konkreten Umsetzung der Inhalte der richterlichen Beschlüsse entsprechend dienen. Und das ist auch der Verantwortungsbereich, den wollen wir uns auch beim Bayerischen Landeskriminalamt nicht entziehen, dass auf der Grundlage der richterlichen Beschlüsse auch die technischen Maßnahmen unter entsprechender Beachtung der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts, dass das technisch umgesetzt worden ist. Für das sind wir verantwortlich. Und wir haben auch nicht die entsprechende Kompetenz, den entsprechenden richterlichen Beschluss einfach nicht zu vollziehen. Dazu sind wir verpflichtet und weil wir eine andere Auffassung haben. Das ist Sache der Strafverfolgungsbehörden, das ist Sache der Staatsanwaltschaft, die ermittlungsbehördliche Dienststelle ist, und das ist letztlich auch Sache des Ermittlungsrichters. Wir nehmen hier in Bayern eine zentrale Stellung ein, als Dienstleister für die bayerische Polizei mit unseren entsprechenden technischen Einrichtungen. Und wir sind auch nicht nur für die bayerische Polizei, und das wurde von Ihnen, Frau Tausend, angesprochen, auch in Amtshilfe unterwegs. Es waren 4 Amtshilfe-Anträge, wobei nur eine entsprechende Maßnahme umgesetzt wurde. 3 konnten nicht umgesetzt werden. Daraus sehen Sie auch, dass nicht jede entsprechende angeordnete Maßnahme dann auch technisch zum Ziel führt und umgesetzt werden kann. Also da wird auch entsprechend sehr sorgsam damit umgegangen. Und es war also von diesen Amtshilfefällen in 2008, also wirklich von 4 nur eine Umsetzung. Die nachträgliche rechtliche Prüfung und Bewertung des Inhalts
wie schon angesprochen, des Beschlusses steht uns damit nicht zu. Und jetzt zu dieser Frage, wie läuft denn jetzt eigentlich der Prozess beim Bayerischen Landeskriminalamt ab? Ausgangspunkt für eine Quellen-TKÖ ist immer ein vorangegangener Beschluss über eine konventionelle Internet-Kommunikationsüberwachung. Da müssen Sie zunächst einmal feststellen, ob überhaupt letztlich in dem gesamten Kommunikationsverhalten auch eine verschlüsselte Kommunikation stattfindet. Wenn dem nicht der Fall wäre, dann wäre es aus meiner Sicht auch ein Übermaßverbot, sofort in die Quellen-TKÖ zu gehen, wenn keine Anhaltspunkte vorhanden sind, dass es hier letztlich um eine verschleierte, verschlüsselte Kommunikation geht. Das läuft dann so, dass Sie ganz normal die Ausleitung über Ihren Provider bekommen, und das ist auch schon angesprochen worden, und das ist lesbar. Wenn die betreffende Zielperson nun verschlüsselt kommuniziert, dann bekämen Sie auf diesem Weg über den Provider nur die Verschlüsselung, weil das ist zwar der Weg vom Zielobjekt zum Provider verschlüsselt, aber die Inhalte sind genauso verschlüsselt, also sind sie für den Ermittlungsbehörden nicht mehr lesbar. Sie haben gerade angesprochen, ist es nicht ein Weg über den Anbieter Skype faktisch dann diese Entschlüsselung wieder zu bekommen, sodass Sie auf das Zielsystem nicht mehr zugreifen müssen. Das geht nicht, weil auch Skype, verschiedene Nachfragen, das ist natürlich mehr ein Weg, der sehr zielführend wäre, aber auch die Firma Skype bekommt diese Kommunikation nur verschlüsselt, sodass auch dieser Weg über den Provider Skype und damit eine entschlüsselte Kommunikation zu bekommen, nicht zielführend ist. Also so bleibt nur der Weg, letztlich hier diese Quellen-TKÖ aufzuspielen. Also nochmal, Ausgangspunkt einer Quellen-TKÖ ist der Beschluss einer konventionellen Internetüberwachung. Nachdem das Gericht diese Ermittlungsmaßnahme festgestellt hat, ist es folgerichtig, dass jede Form der Kommunikation, also auch die verschlüsselte Kommunikation, dann mit einem neuen Beschluss umfasst wird, wenn die entsprechenden Erkenntnisse dazukommen. Der Ablauf ist dann wie folgt, dass, wie gesagt, bei der Feststellung einer verschlüsselten Kommunikation das erweitert werden muss. Dazu ist es notwendig und das ist, glaube ich, auch nachvollziehbar, dass hier das System, weil wir wollen ja verdeckt entsprechend auftreten, es soll ja nicht eben dieses Fenster, wie angesprochen, aufpoppen, weil sonst wäre die gesamte Maßnahme so von vornherein zum Scheitern verurteilt. Wir müssen das System entsprechend aus dieser laufenden Kommunikationsüberwachung entsprechend analysieren, mit dem erforderlichen System Daten des Zielrechners entsprechend analysieren, welche Firewall, welchen Virenscanner, welches Betriebssystem werden entsprechend hier benutzt. Dann gibt es daraus eine Erstellung einer individuellen Software durch diesen eben genannten externen Dienstleister. Und jede Maßnahme, die hier erfolgt, wird also aufgrund des in Rede stehenden Einzelfalls, auch des technischen Einzelfalls insbesondere, in Auftrag gegeben. Es gibt also nicht ein Grundpaket mit Bestellung, das dann jeweils entsprechend hergenommen wird und im Fall A und im Fall B eingesetzt wird, sondern es wird individuell auf den jeweiligen Einzelfall entsprechenden Auftrag gegeben. Jede einzelne Maßnahme wird mit einem digitalen Fingerabdruck versehen, dem sogenannten Hashwert, um damit auch identifizierbar zu bleiben und nachvollziehbar zu bleiben. Dann wird, wenn dieses Produkt ausgeliefert wird, diese Software in einer entsprechenden Testumgebung bei uns labormäßig abgetestet, ob erstens wird das Zielsystem nachgebaut, ob dieses entsprechende Softwareprodukt auch auf diesem Zielsystem entsprechend läuft, ob das Zielsystem, das ist meines Erachtens auch, ist nur nie zur Sprache gekommen, ein ganz wichtiger Aspekt ist, ob dieses Zielsystem nicht auch deswegen in irgendeiner Weise nicht nur infiltriert, sondern möglicherweise auch dann zum Absturz gebracht wird. Das wird ja entsprechend auch haftungsrechtliche Fragen entsprechend hervorrufen, wenn Sie hier eine Software aufbringen, die letztlich dazu führt, dass der Zielrechner oder die Zielperson ihren Geschäften nicht mehr nachkommen kann. Also das wird entsprechend umfangreich entsprechend ausgetestet, um hier die Sicherungsmaßnahmen auch darzustellen. Dieses Ergebnis des Tests wird auch in eine Dokumentation hinzugefügt, mit dem Hashwert, den ich vorher genannt habe, in einem entsprechenden Datentresor archiviert, um auch nachvollziehbar darzustellen, was denn hier eigentlich gemacht worden ist. Und dann bekommt das letztlich der letzte Schritt, nämlich das Einbringen der Software in das Zielsystem.
Während der gesamten Maßnahme wird durch unsere Techniker ein kontinuierlicher Qualitätssicherungsprozess gewährleistet, dass die Software, und das ist mir wichtig auch hier anzubringen, nur die vom richterlichen Beschluss umfassten Funktionsumfänge auch tatsächlich aufweist und nicht entsprechend andere, wie hier angesprochen, Funktionalitäten abgerufen werden. Die Ausleitung der Daten erfolgt verschlüsselt. Die Ausleitung erfolgt verschlüsselt über mehrere Proxy-Server, und zwar aus dem Grund, um eine Rückverfolgung zum Bayerischen Landeskriminalamt möglichst zu erschweren. Die Kommunikation erfolgt über eine sogenannte Inside-Out-Kommunikation. Das heißt, es muss letztlich das Quellsystem die Kommunikation eröffnen, um letztlich auch hier den Kommunikationskreislauf zu gewährleisten. Das heißt, man kann diesen Kommunikationsvorgang von außen insofern nicht anstoßen, wenn das Zielsystem diese Kommunikation nicht eröffnet. Es werden, nochmal zu dieser Frage, Proxy-Server, auf diesen Servern keine Daten gespeichert, sondern nur durchgeleitet. Um diese gesamte Ausleitung ist entsprechend mit Kaskadenrechnern versehen und dient dazu, dass letztlich die Rückverfolgung der Ausleitungsvorgänge entsprechend auch hiermit ausschließlich beim Bayerischen Landeskriminalamt auftrifft und auch damit entsprechend verschleiert werden kann. Das ist natürlich eine notwendige Geschichte. Ich verhehle ja nicht, das ist eine entsprechende Maßnahme, die eine verdeckte Maßnahme darstellt. Sonst könnte ich ja gleich hingehen und den Rechner entsprechend beschlagnahmen von vornherein. Und damit ist letztlich eine taktische Maßnahme ins Leere gelaufen. Also das ist ein ganz logischer kriminaltechnischer Vorgang, der dazu dient, letztlich die Maßnahme nicht offenkundig werden zu lassen. Richtig ist, will ich auch nicht widersprechen, dass dem Bayerischen Landeskriminalamt der Quellcode von der Firma Digitas nicht bekannt ist. Ich sage jetzt hier vorsichtig, Herr Dr. Petri und Herr Wolkenzweig, dass es Signale gibt, die einer neutralen Stelle, und hier würde ich Sie also natürlich mit einbeziehen wollen, die Einsicht in den Quellcode auch ermöglichen wollte seitens der Firma Digitas. Aber das bitte ich jetzt um Verständnis, das ist natürlich eine Entscheidung der Firmenleitung, aber es gibt durchaus Signale, dass man entsprechend dass man diese Bereitschaft auch signalisiert hat und damit auch diesem Erfordernis einer Nachvollziehbarkeit, wie es der Herr Mittenzwei von CCC auch dargestellt hat, auch hier eröffnet. Sie führten in Ihrer Analyse unserer Software auch die Menge an, das ist ja auch hier angesprochen, und zwar bezüglich einer Zweckentfremdung durch Dritte. Sie haben diese Software quasi seziert unter Laborbedingungen. Ich weiß nicht, wie lange Sie gebraucht haben, um letztlich das Ding letztlich zu knacken. Sie haben, so ist es zumindest mein Kenntnisstand, das ist aber auch wichtig, um letztlich beurteilen zu können, ist es wirklich so eine lapidare Maßnahme gewesen. Sie haben das System auf der Festplatte gehabt, fragmentarisch, und haben sich jetzt im Re-Engineering-Verfahren an dieses Verfahren letztlich angenähert und sind dann zu einem kompakten, aus Ihrer Sicht kompakten Softwarepaket gekommen. Das müssen Sie jetzt bitte auch so verstehen. Wenn Sie diese Software nicht haben, wenn Sie nicht wissen, wo dieses Produkt aufgespielt auf dem Rechner ist, dann ist es für Dritte, und Sie haben selber gesagt, nur für eine Handvoll, möglicherweise Techniker möglich, wenn Sie das System kennen, diese Software auch wirklich zu analysieren und darzustellen. Also so ganz trivial, dieses Ding zu knacken, durch Dritte letztlich manipulierbar durchführen zu lassen, scheint mir vor diesem Hintergrund, den Sie selbst ja auch sehr deutlich dargestellt haben, doch etwas eine sehr schwierige Angelegenheit zu sein. Gleichwohl nehmen wir natürlich alle diese Anregungen und diese Feststellungen, inwieweit sie jetzt dann tatsächlich übertragbar sind auf die aktuelle Software von 2009 oder auf neue Software, und wir haben ja auch, Herr Dr. Petri, nicht nur uns kapriziert in dem Bereich,
eine Analyse durch Ihr Haus für die in Rede stehende Software Landshut uns durchführen zu lassen, sondern wir haben gesagt, also wir wollen dann letztlich alles auf den Tisch legen, um dieser öffentlichen Diskussion auch gerecht zu werden. Was haben wir letztlich aus bestem Wissen und Gewissen technisch umgesetzt? Welche Sicherungsmaßnahmen haben wir ergriffen, um den entsprechenden rechtlichen Vorgaben auch gerecht zu werden? Und das wollten wir bewusst nicht nur auf die 2009, die in Rede stehende Landshuter Software beschränkt wissen, sondern das auch in Gänze der bei uns vorhandenen und eingesetzten Ausleitungssoftware auch hier zur Verfügung zu stellen. Also insofern meine ich, dass wir hier das durchaus sehr bewusst mit diesem sehr schwierigen Thema umgehen. Man muss meines Erachtens nur auch bei diesen Sicherheitsanforderungen immer auch mit dem Auge haben, man kann Sicherheit ja bis zum Exzess betreiben und manche Szenarien entwickeln, die natürlich irgendwo theoretisch darstellbar und vorstellbar sind, aber ob sie dann auch tatsächlich wirksam werden können, das ist, muss dann unter Umständen auch sicherlich auch noch eine entsprechende Beurteilung mit hinzufügen, inwieweit dann Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden. Aber gleichwohl muss man sich dieser Diskussion stellen und da ist vielleicht in dem einen oder anderen Fall durchaus auch die Möglichkeit zu sagen, ja gut, die Ausleitung der entsprechenden, ich sage das jetzt sehr durchaus pointiert, diese Informationen waren verschlüsselt, aber die Einleitungen waren nicht verschlüsselt. Ist sicherlich in den neuen entsprechenden Bereichen berücksichtigt, sodass nur die einseitige Verschlüsselung war, aus unserer Sicht der natürlich sensiblen Daten. Und insoweit besteht hier ein durchaus offener Informations- und Meinungsaustausch, um die Sache natürlich zu optimieren. Da gibt es gar keine zwei Fragen dazu. Ein Kritikpunkt war gewesen, eine Nachladefunktion als mögliche Einheit richtig ist, dass man diese Nachladefunktion natürlich auch vorsieht. Ich darf also nur darum bitten, das glaube ich, hat auch die Veröffentlichung des CCC so nicht zum Ausdruck gebracht, sondern die sprachen von einer theoretischen Nachlademöglichkeit. Sie brauchen die Nachlademöglichkeit, um zum Beispiel zu reagieren zu kommen, wenn eine neue Version beim Zielrechner der Skype-Version beispielsweise aufgestellt ist. Oder Sie brauchen natürlich die Nachladefunktion und den Zugriff auch, um das rechtlich notwendige Löschen dieser Daten durchführen zu können, müssen Sie ja wieder einen Zugriff haben auf diesen Rechner. Also diese Nachladefunktion ist notwendig und ich bitte einfach nur zur Kenntnis zu nehmen, wenn hier die Nachladefunktion jetzt entgegen der Inhalte des Beschlusses erweitert würde auf eine Online-Durchsuchung, auf die entsprechende Aktivierung der Kamera in dem Bereich, dann bedeutet das, dass Sie das nicht einfach mit einem Update machen können, mit einer Nachladefunktion, sondern diese Funktionalitäten müssten aufgrund der individuell zugeschnittenen Software bedingen, eine vollkommene neue Trojaner-Software aufzuspielen. Also einfach nur im Nachladeverfahren hier eine weitere Funktion einzubringen, ist aus technischer Sicht, aus unseres Erachtens so nicht einfach durchzuführen. Und eines ist dann auch ganz klar, was soll diese Nachladefunktion? Da würden wir uns ganz eindeutig außerhalb des geltenden Rechtes setzen. Ich nehme da immer ein Beispiel, das wäre nichts anderes, als wenn Sie, die Experten hier im Raum kennen das, wenn ich einen Durchsuchungsbeschluss habe zu ergreifen eines Straftäters in Wohnungen, dann kann ich auch nur in die Wohnung gehen und die Durchsuchung insofern abwickeln, dass ich halt in die Behältnisse reinschaue, wo sich ein Mensch verstecken kann, in den Schrank beispielsweise und auch in ein Zimmer. Aber ich kann diese Durchsuchungsbefugnis, die ich habe, zu ergreifen, eine Straftat nicht dazu ausnutzen, dass ich im Schreibtisch plötzlich die Schubladen aufziehe und die entsprechenden Papiere durchsuche. Das wäre auch eindeutig rechtswidrig. Und so sage ich auch ganz klar, wenn wir eine entsprechende Funktionalität nachladen würden, die nicht im Beschluss umfasst ist, dann ist es eine rechtswidrige Handlung, weil sie nicht durch den Beschluss gedeckt ist und würde auch sehr schnell letztlich offenkundig werden.
Weil was wollten Sie? Sie können sich in den Prozess nicht einführen und zum Zweiten, wie ich eingangs erwähnt habe, durch diese gesamten technischen Sicherungsmaßnahmen wäre es dokumentiert und wäre jederzeit entsprechend auch nachvollziehbar. Also da können Sie mir glauben. Außerdem sind die Beamtinnen und Beamten, die hier unterwegs sind, auch alle vereidigt und die müssen also tatsächlich wirklich kriminelles Handeln hier unterstellen, weil das so die Möglichkeit wäre. Darf ich Ihnen eine Verständnisfrage stellen? Die können wir vielleicht dann in der Diskussion machen. Können wir die zurückstellen? Ich möchte an dieser Stelle auch jetzt mit meinen Ausführungen enden, weil das sicherlich dann in der Diskussion noch die eine oder andere Frage gibt, wo man hier nachlegen kann. Wichtig ist mir, dass Sie mitbekommen und hier mitnehmen, dass es sich hier in der Strafverfolgung um Straftaten von einer bestimmten Qualität handelt. Sie mögen bitte auch mitnehmen, dass die Quellentücke, das ist übrigens auch unstreitig, sowohl unstreitig in dem zitierten Bundesverfassungsgerichtsurteil, es ist auch unstreitig, wenn Sie den Beschluss des LG Landshut lesen, dass die Quellen-TKI im Bereich Voice-over-IP, also die Sprachausleitung aufgrund kriminaltaktischer Erkenntnisse, auch unstrittig ist. Strittig ist, und das gebe ich hier auch durchaus zu, das ist die rechtspolitische Diskussion, inwieweit der Kommunikationsprozess sich eröffnet hat, wenn ich also praktisch jetzt diese App-Shorts, wir sprechen also lieber von Applikations-Shorts, also dieses Abbilden, diese entsprechenden getakteten Bilder beim Entstehungsprozess einer entsprechenden Nachricht. Wenn ich es auf den Kommunikationsprozess abstelle, was auch herrschende Meinung ist, und es war ja auch von Ihnen sehr klar und deutlich dargestellt aus meiner Sicht, dafür sage ich auch an dieser Stelle in Ihre Richtung ein Dankeschön, dass es eine hochkomplexe rechtliche Diskussion ist. Da gibt es die Lehre, da gibt es die Rechtsprechung, da gibt es letztlich ein Urteil des LG Landshut im Beschwerdeverfahren, das können Sie also jetzt im Juristen sagen, das ist ein Urteil im Beschwerdeverfahren eines LGs, hat also weitreichende Auswirkungen wie ein BGH-Urteil nicht, es gibt andere entsprechende Auswirkungen, aber das sind rechtspolitische Diskussionen, die einer ganz anderen Diskussionsebene zuzuführen sind und nicht der Vollzugsebene wie beim Bayerischen Landeskriminalamt. Die haben auf der Grundlage der entsprechenden herrschenden Meinung auf 100a und 100b unsere Maßnahmen gestützt und unsere Verantwortung, und das sage ich auch nochmal ganz eindeutig, wäre dann letztlich, wenn durch entsprechende Überschreitung dieses Beschlusses andere Ausleitungsfunktionen durchgeführt worden sind, als es gedeckt ist vom Ermittlungsrichter, oder wenn so nachlässig gehandelt worden wäre, dass man sagt, Sie haben einfach dieses Zielsystem in eine Gefahr gebracht, sowohl von außen eine entsprechende Zugriffsmöglichkeit geschaffen, eine ungeschützte Zugriffsmöglichkeit geschaffen, oder Sie haben das Zielsystem selbst in Gefahr gebracht. Und das haben wir letztlich durch verschiedenste Maßnahmen, oder versuchen wir durch verschiedenste Maßnahmen, auch diesem Anspruch des Verfassungsgerichts in Karlsruhe gerecht zu werden. Wir haben ein entsprechendes Legalitätsprinzip, dass wir diese Straftaten zu verfolgen haben. Wir sind hier Hilfsbeamte und Vollzugsorgan der Gerichte und der Strafverfolgung. Und insoweit haben wir natürlich, und es ist auch hier angeklungen, und das mögen Sie bitte auch mit zur Kenntnis nehmen, eine fortschreitende Technologisierung in dem Bereich, die uns noch viele Fragen stellen wird. Und wenn Sie auch so mitten zwei und Herr Albrecht verstanden habe, wenn ich das Problem Cloud Computing hier einfach nur mal als so als Stichwort in den Raum stellen darf, da werden wir gerade vor diesem Hintergrund Cloud Computing die Frage der Kommunikation und des Austauschs von entsprechenden Daten sehr intensiv auch rechtlich zu diskutieren haben, weil Sie hier ja letztlich auf dem Rechner keine entsprechenden Daten mehr haben werden, sondern das wird immer einem Kommunikationsprozess unterworfen werden, und da werden wir nach meinem Dafürhalten noch sehr intensiv darüber zu diskutieren haben, wie wir dieser neuen technologischen Herausforderungen stellen. Lassen Sie mich einfach hier Schluss machen mit dem Hinweis, also wir kämpfen natürlich nicht nur, um Strafverfolgungsaspekte durchzusetzen, sondern wir kämpfen natürlich auch dazu, und in diesem Verfahren im Strafprozess Recht und in der Abwicklung eines Strafprozesses auch Opfer zu ihrem Recht zu verhelfen. Bitte vergessen Sie das nicht in diesem Zusammenhang. Es geht nicht nur darum, ob jetzt der Straftäter ein oder zwei Jahre bekommt, sondern es geht auch darum, letztlich
durch die Verurteilung und durch die Dingfestmachung von Straftätern weitere Schaden von Opfern abzuhalten. Und das ist mit auch ein ganz wichtiger Aspekt, der bitte nicht außer Acht gelassen werden darf, wenn man also hier die Strafverfolgung mit einbezieht in notwendige Maßnahmen. Wir haben auch die Opfer und gerade die Opfer zu schützen. Und das sind halt letztlich die Herausforderungen, die die Technologie an die Strafverfolgungsbehörden in diesem Bereich stellt. Herzlichen Dank, Herr Freund. Ja, vielen Dank, Herr Datik. Was wir vielleicht dann noch in der Diskussion mit ansprechen könnten, wären noch zwei Fragen, die mir jetzt noch aus den Nägeln brennen. Dr. Petri kann sie vielleicht auch gleich noch mit aufgreifen. Also ich würde gerne wissen, ob die Ermittlungsrichter, die ja diese Anordnungen treffen, die technischen Einzelheiten überblicken, ob die Funktionalität der Spionagesoftware kennen und die rechtliche Problematik drumherum kennen. Das ist das eine. Und das andere, die Nachlademöglichkeit von Programmergänzungen durch Dritte, wenn hier ein Zugriff von einem Dritten möglich ist innerhalb eines Netzwerks etc. Das hat natürlich schon eine hohe Qualität, dass hier der Computer sozusagen unsicherer gemacht wird und auch von Dritten, die überhaupt nichts mit der Strafverfolgung hier zu tun haben, dann hier die Person ausforschen kann. Also diese Aspekte würde ich gerne noch mit einbringen und in die weitere Diskussion. Aber zunächst Petri. Vielen Dank, Frau Tausendfreund. Ich hatte eigentlich vor, einen Vortrag zu halten wie meine Vorredner. Ich lasse es sein. Ich will versuchen, das, was jetzt hier aufgegriffen worden ist, einmal im Einzelnen abzuarbeiten. Und dabei werde ich auch versuchen, einen roten Faden hineinzubringen und auch Ihrem Erkenntnisinteresse zumindest teilweise Rechnung zu tragen. Sie hatten eingangs gesagt, ich möge alle offenen Fragen beantworten. Das werde ich vermutlich leider nicht können. Lassen Sie mich aber zunächst einmal etwas sagen, was gar nichts oder vordergründig gar nichts mit der Quellen-TKÜ zu tun hat, nämlich das, was eingangs Herr Albrecht gesagt hat, es gebe ein Grundrecht auf Sicherheit. Und das sei also allen einhellige Meinung in der Literatur oder fast nahezu einhellige Meinung. Es würde in diese Richtung gehen. Also vielleicht dazu ein, zwei Sätze und dann komme ich auch zur Quellen-TKÜ. Ich glaube, das hängt sehr inhaltlich sehr eng miteinander zusammen. Ich unterstelle Ihnen auch nicht, dass Sie diese These uneingeschränkt teilen, um das jetzt mal das herauszunehmen. Diese These eines Grundrechts auf innere Sicherheit wurde entwickelt von zwei namhaften Staatsrechtslehrern, die ausgegangen sind von der Annahme, dass das Grundbedürfnis nach Sicherheit sozusagen eine Art vorverfassungsrechtliches, also sozusagen als Aktion zu setzen sei, also als vorverfassungsrechtliche Bedingung für die Freiheit, namentlich Josef Isensee. Josef Isensee hat dann daraus abgeleitet, dass der Staat aus den Grundrechten heraus eine Schutzpflicht hat, sozusagen die innere Sicherheit zu gewährleisten und dass jeder Bürger einen grundrechtlichen Anspruch darauf hat, dass diese innere Sicherheit gewährleistet wird. Und zwar in einer Art und Weise, das ist jetzt bemerkenswert, und da spätestens da würde, glaube ich, Herr Albrecht aussteigen, vermute ich, dass die Schutzpflicht des Staates stets vorrangig sei gegenüber dem Abwehrrecht eines Betroffenen. Das heißt, traditionell sagt man, das Grundrecht ist ein Abwehrrecht des betroffenen Bürgers gegen den Staat. Isensee sagt, der normale Bürger als Opfer einer Straftat oder ein potenzielles Opfer einer Straftat ist sozusagen vorrangig zu schützen gegenüber dem potenziellen Straftäter.
nicht unbedingt echten Straftäter, also potenziellen Straftäter, der sich sozusagen nur auf die Abwehrrechte der Grundrechte stützen kann. Das ist sozusagen die These von Josef Isensee. Diese These ist keineswegs unumstritten, sondern ist eine der heftig umstrittensten Fragen des Verfassungsrechts, die sozusagen ins Philosophische hinein wagen, wenn man so will. Ich persönlich meine, Josef Isensee hat da zwei oder drei Sollbruchstellen in seiner Argumentation übersehen. Die erste ist die Frage, die er nicht beantworten kann, ist es denn tatsächlich so, dass Sicherheit sozusagen als Vorbedingung, alleinige Vorbedingung oder Voraussetzung für Freiheit ist, oder gibt es nicht so etwas wie Sicherheit durch Freiheit? Ist also bedingt, gibt es sozusagen ein wechselseitiges Bedingungsverhältnis? Und die zweite Frage wäre eben, wo gibt es sozusagen Konfliktfelder, die Sicherheit und Freiheit, wo die einfach notwendigerweise aufeinanderprallen und eben in einem Konfliktverhältnis und Spannungsverhältnis stehen. Das Bundesverfassungsgericht hatte tatsächlich diese etwas theoretisch anmutende Fragestellung einmal zu beurteilen gehabt, nämlich bei der Frage, ob Abfangjäger der Bundeswehr auf Befehl des Verteidigungsministers ein Flugzeug mit Passagieren an Bord abschießen kann, weil aufgrund der Vermutung, dass dieses Flugzeug gekapert worden ist und zu terroristischen Zwecken sozusagen als Waffe eingesetzt werden wird. Da schwebte natürlich die Vorstellung von 9/11 im Hintergrund. Das Bundesverfassungsgericht hat da der Isenseeschen These eine klare Abfuhr erteilt. Es hat ganz klar gesagt, nein, die Grundrechte sind klassisch gesehen, im klassischen Verständnis gesehen, Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat. Das ist die traditionelle geschichtliche Funktion. Und die Schutzpflicht, die Isensee gesehen hat, die sieht das Bundesverfassungsgericht auch, spätestens seit den späten 50er Jahren, nämlich 1958 rum, gab es unter den Jurastudenten und Juristen unter ihnen bekannte Lüth-Entscheidung im 7. Band der Antikriminalsammlung, Seite 198, wer es genau nachlesen will, Seite 207 folgen. Also diese Lüth-Entscheidung, da wurde sozusagen entwickelt, welche objektiven Schutzwirkungen und das auch im Verhältnis zu privater zueinander entwickelt, entfaltet. Es gibt allerdings auch eben frühere Entscheidungen, die schon sagen, der Staat hat Schutzpflicht. Aber eben, das ist eine Resultante aus dem Abwehrrecht. Das ist eine Folge aus dem Abwehrrecht. Es ist eben im Verhältnis Abwehrrecht, Schutzpflicht, gibt es eine relativ klare Vorrangstellung des Abwehrrechts. Zumindest dann, wenn es wirklich zum Schwur kommt, wenn es nämlich zu dem Grundrecht kommt, was unantastbar ist, nämlich der Menschenwürde. Da, wo man eben nicht abwägen kann, da kann man nicht einfach sagen, Schutzpflicht hat Vorrang gegenüber dem Abwehrrecht. Ich möchte hinzufügen und anknüpfen an das, was Herr Albrecht gesagt hat. Natürlich muss man immer im Einzelfall schauen. Ja? Man muss Einzelfallabwägungen treffen, aber ein Grundrecht auf innere Sicherheit, so wie es Josef Isensee angenommen hat, da möchte ich doch ganz große Fragezeichen stellen und ich nehme so halbwegs wahr, dass sie das auch nicht so gemeint hat. So. Es war etwas runtergebrochen. Okay, genau. Er hat es etwas runtergebrochen, aber es ist mir wichtig, dass da nicht etwas hängen bleibt, was vielleicht dann missverstanden wird. Also kein Grundrecht auf innere Sicherheit, zumindest nicht so, wie sich manche vorstellen im Sinne eines einseitigen Vorrangverhältnisses. So, wir haben jetzt gehört Herrn Date, der gesagt hat, wir haben immer auf Grundlage der Beschlüsse und Berichten gehandelt. Wir haben jetzt gehört Herrn Albrecht, der gesagt hat, wir haben das Fernmeldegeheimnis. Was ist denn sozusagen, wie ist denn jetzt sozusagen das Verhältnis zueinander? Und in der Tat ist es so, dass es zwischen den
dass es sozusagen zwei Argumentationsebenen gibt. Oben sozusagen, eigentlich mit Vorranganspruch, die Verfassung und da eben eine verfassungsrechtliche Argumentation, wo ich meine auszumachen, dass man feststellt, dass § 100a Strafprozessordnung, der hier zumeist herangezogen worden ist als Ermittlungs-, also als Rechtsgrundlage, dass die nicht ausreicht, um eine Quellentelekommunikationsüberwachung zu rechtfertigen. Es gibt da immerhin zwei Bundesverfassungsrichter, die in diese Richtung zumindest tendieren, die bei der Entscheidung zur Online-Durchsuchung an der Entscheidung mitgewirkt haben, nämlich Hans-Jürgen Papier als ehemaliger Präsident des Ersten Senats und auch des Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts und Herr Hoffmann-Riem, Professor Hoffmann-Riem, der damals Berichterstatter dieser Entscheidung war, beide tendieren eigentlich dazu zu sagen, eine Quellen-TKÜ kann nicht auf die gegenseitige Vorschrift gestützt werden, weil, wie Herr Albrecht schon ausgeführt hat, die Anforderungen an die Bestimmtheit nicht ausreichen. Die Anforderungen an die Bestimmtheit wohl aus zwei Gründen, würde ich sagen, nämlich einmal, weil die Fragen der technischen Infiltration nicht hinreichend klar geregelt sind, hinreichend detailgenau geregelt sind. Klammer auf, es gibt zwei Vorschriften in Polizeigesetzen, die die technischen Fragestellungen regeln, nämlich einmal im BKA-Gesetz, Herr Albrecht hat es erwähnt, und im Polizeiorganisationsgesetz Rheinland-Pfalz, die haben jetzt auch eine Quellen-TKÜ mittlerweile, da ist es auch technisch detailgenau geregelt, Klammer zu. Ja. Strafprozessordnung hat es eben nicht genau geregelt. So, und darunter gibt es aber eine strafprozessuale Ebene, sozusagen die Anwender. Da sagen die Strafprozessler, das reicht aus. Das reicht aus, weil wir eben den 100b haben, der eben vorsieht, dass die Gerichte eben diese Vorgaben machen. Und da knüpfe ich an das an, was Sie als Frage formuliert haben, Frau Tausendfreund, haben die Richter den Tat oder den Sachverstand? Also Sie werden mir nachsehen, dass ich nicht befugt bin, über den Sachverstand der Kollegen aus der Richterschaft beurteilen. Das ist mir aufgrund gesetzlicher Rahmenbedingungen untersagt und ich will es auch nicht tun, weil ich nicht zur Richterschelte neige. Das ist, nein, das meine ich nicht ironisch. Ich meine es so, wie ich es gesagt habe. Die machen ihren Job nach bestem Wissen und Gewissen und sie machen es in richterlicher Unabhängigkeit. Die Richter in der strafprozessualen, auf der strafprozessualen Ebene neigen, zumindest in den Untergerichten, eine obergerichtliche oder höchstrichterliche Entscheidung haben wir dazu nicht, neigen dazu, das zu rechtfertigen. Zumindest sozusagen das Grundmodul, die Welt. So. Wer nun Recht hat, das wird vermutlich erst das Bundesverfassungsgericht entscheiden und es wird ziemlich bald dazu Gelegenheit haben, denn einer der Vorschriften zur Quellentelekommunikation, die ausdrücklich geregelt sind, liegt sozusagen, wird angegriffen von einer Verfassungsbeschwerde, die, ich habe es gestern schon mal, glaube ich, gesagt, auf der sogenannten Lügenliste des Bundesverfassungsgerichts liegt. Die Lügenliste, das ist die Liste der beabsichtigten Erledigungen in dem laufenden Geschäftsjahr des Bundesverfassungsgerichts. Wenn Sie da mal drauf gucken, diese Liste ist veröffentlicht, dann werden Sie feststellen, warum die Lügenliste heißt. Von etwa 60, 70 zu erledigenden Senatsentscheidungen sind gegenwärtig, wir befinden uns, glaube ich, im November irgendwo, bei 6 oder 7. Ich glaube, unter der laufenden Nummer 29 des Ersten Senats also diese Entscheidung, das Verfahren zum BKA gesetzt. So viel zu dem Verhältnis Strafprozessrecht und Verfassungsrecht. Also eine abschließende Klärung werden wir irgendwann mal kriegen, entweder durch Obergerichte oder höchstrichterliche Rechtsprechung.
die eben solche verfassungsrechtlichen Argumentationsschemata und die Vorgaben auch durch das Bundesverfassungsgericht detailgenau runterbrechen und dann eben auch vielleicht schon eine verfassungsrechtliche Klärung herbeiführen, aber im Moment haben wir sie halt noch nicht. So. Jetzt vielleicht nochmal ganz kurz, bevor ich auf die einzelnen Punkte nochmal ankomme, was ich eigentlich prüfen werde. Wir haben hier in Bayern vielleicht nochmal ein paar Zahlen zu den Größenordnungen. Wir haben es schon teilweise erwähnt, aber ich möchte einfach nochmal ein paar Zahlen gegenüberstellen. Wir haben hier in Bayern im Zeitraum von 2008 bis 2011 25 Quellentelekommunikationsüberwachung, 3 davon beim Verfassungsschutz. Wir haben es, glaube ich, eingangs erwähnt, 22 im Bereich der Strafverfolgung. Wir haben im Bereich des Bundespolizeiaufgabengesetzes, also bei Gefahrenabwehr, keine einzige Maßnahme. Dem stehen gegenüber auf Bundesebene im Bereich der Strafverfolgung für das Jahr 2010 über 20.000 konventionelle Telefonüberwachung. Über 20.000. Da kann man natürlich einige Schlussfolgerungen ziehen. Man kann sagen, vermutlich wird nicht jede dieser 20.000 Telefonüberwachungen erforderlich gewesen sein, aber jenseits dieser Fragestellung sind das doch ganz andere Dimensionen. Also zahlenmäßig lassen Sie es nochmal auf der Zunge zergehen. Wir haben in Bayern in 3 Jahren 25. Pro Jahr bundesweit 20.000 nur im Bereich der Strafverfolgung. Wenn Sie das, die Zahlen von Bayern runterbrechen, sozusagen auf die Gesamtzahl auf Bundesebene und Landesebene, haben wir vielleicht 100, Herr Date, korrigieren Sie mich, 200, so maximal 200 auf Bundesebene, wenn man insgesamt, meine ich jetzt von Bund und Ländern, wenn man jetzt die Quellentelekommunikationsmaßnahmen des Bundesnachrichtendienstes ausklammert. Es gibt Zahlen dazu, dass der Bundesnachrichtendienst über 2000 Quellen-TKÜs durchgeführt habe, allerdings im Ausland, im Inland keine, soweit ich das einer parlamentarischen Anfrage entnehme. Also über 2000, da muss ich natürlich sagen, da hat der Bundesnachrichtendienst also gewaltige Erfahrung. Und das heißt aber auch, dass wir, und jetzt komme ich sozusagen zu den Schlussfolgerungen, eigentlich froh sein müssen, dass wir jetzt die Diskussion führen, ja? Bevor es zu einem Massenphänomen werden kann. Also es kann, ist nicht auszuschließen, dass es irgendwann mal ein Massenphänomen wird. Im Moment ist es keins. Das muss man mal ganz klar sagen. Und im Moment muss man auch sagen, dass man aus datenschutzrechtlicher Sicht sagen, also der Trojaner, der als Staatstrojaner eingesetzt wird, ist nicht gleichzusetzen mit einem Computervirus, ja, der sich sozusagen vervielfältigt und jetzt zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine flächendeckende Bedrohung der Bevölkerung hier in Bayern darstellt. Von diesem Bild müssen Sie sich lösen. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass die Eingriffsintensität, und das ist, glaube ich, mehrfach schon angesprochen worden, extrem hoch sein kann. Ja, das ist das Problem. Und deswegen sitzen wir auch, glaube ich, zu Recht und diskutieren das und stellen uns teilweise auch dieser Diskussion. Das ist das Kernproblem. Wir haben eine Ermittlungsmaßnahme mit der Quelltelekommunikation, die im Grunde, ich sage jetzt mal dogmatisch, unsauber, zwei erhebliche Grundrechtseingriffe in eine Ermittlungsmaßnahme packt, nämlich einmal die Infiltration eines informationstechnischen Systems, das ist ja schon ausgeführt worden, die Integrität des Systems aus technischer Sicht gesagt verletzt, so kann man es sagen, also verletzt. Rechtlich würde man sagen beeinträchtigt, aber aus technischer Sicht ist es eine Verletzung und jetzt bitte ich so eine Korrektur aus Seiten der Technik, wenn Sie einmal ein System in der Integrität verletzt haben, dann ist diese Integrität im Grundsatz zumindest, solange Sie das System so weiterlaufen lassen, nicht mehr wiederherstellbar. Also Sie können nicht mehr zuverlässig sagen, was mit diesem System
nicht passiert. So. Das ist das Problem. Da müssen Sie schon extrem hohes Know-how haben, extreme Sorgfalt haben, um, sagen wir mal, mit größtmöglicher Wahrscheinlichkeit zu sagen, was nicht passiert. Das ist sozusagen die Schwierigkeit bei der Quellen-TKI. Das ist sozusagen die Schwierigkeit, womit wir kämpfen, wenn wir, sagen wir mal, mit dem Phänomen Quellen-TKI zu tun haben. Das Bundesverfassungsgericht hat deswegen auch dieses neue Grundrecht auf also Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme aus der Taufe gehoben. Ich lese vielleicht mal ein, zwei Sätze vor aus dieser Entscheidung. Dann merken Sie, da hat das Bundesverfassungsgericht auch gerungen, weil es natürlich auch die unabweislichen Bedürfnisse der Sicherheitsbehörden sieht. Es sagt auf im 120. Band der Entscheidungssammlung, wer es nachlesen will, auf Seite 308, wird ein komplexes informationstechnisches System zum Zweck der Telekommunikationsüberwachung, also da sind wir bei der Quellen-TKI, technisch infiltriert, so ist mit der Infiltration die entscheidende Hürde genommen, um das System insgesamt auszuspielen. Die dadurch bedingte Gefährdung geht weit über die hinaus, die mit einer bloßen Überwachung der laufenden Telekommunikation verbunden ist. So wenig später sagt es dann etwas dazu, ist denn jetzt eigentlich damit das Grundrecht, das neue IT-Grundrecht betroffen oder das Fernmeldegeheimnis? Und das hat Herr Albrecht ja schon ausgeführt. Da sagt es eben, das Fernmeldegeheimnis ist nur so lange nicht beeinträchtigt, solange durch technische Vorkehrungen und rechtliche Vorgaben sichergestellt ist, dass eben nur Daten aus der laufenden Telekommunikation oder aus dem laufenden Telekommunikationsvorgang beschränkt wird. So, das ist sozusagen, das sind die Kernaussagen. Wenn Sie weiter hinten gucken, wo es dann um die Online-Durchsuchung geht, da wird nochmal explizit gesagt, dass die Infiltration und die Integritätsbeeinträchtigung ein Grundrechtsakt ist. Grundrechtsintensität des Grundrechtseingriffs erhöht. Das hat man in der strafprozessualen Diskussion sehr, sehr lange anders gelesen. So. Ich meine, man hat das Bundesverfassungsgerichtsurteil falsch gelesen da an der Stelle. Ja, also aus meiner Sicht ist es ein Missverständnis dieser Zeilen, dann abzuleiten, das ist etwas, was ein Gericht entscheiden kann, was rechtliche Vorkehrungen, technische Vorkehrungen sind. Jetzt mal abgesehen von der Frage, ob die Richter das vom technischen Sachverstand können oder nicht, das will ich nicht beurteilen, ich will auch meine Prüfungen nicht vorgreifen, dann im Detail. Man hat das, glaube ich, missverstanden. Also es geht, wenn man die Dogmatik des Bundesverfassungsgerichts kennt und die Lehre von dem grundrechtlichen Gesetzesvorbehalt kennt, dann wird man nicht umhinkommen zu sagen, wenn es sozusagen zwei so derartig schwerwiegende Grundrechtseingriffe gibt oder Maßnahmen mit solchen Grundrechtseingriffscharakter gibt und dann sagt, das regelt der Gesetzgeber, braucht der Gesetzgeber nicht zu regeln. Also das ist für mich, und ich habe ein paar Jahre da gearbeitet, nicht vorstellbar. Das kann ich mir nicht vorstellen, nicht verlangen. Bei aller Hochachtung vor den Gerichten im Einzelnen. So, und jetzt komme ich auch zu den Gerichten im Einzelnen, nämlich zu der Frage, was werde ich denn eigentlich prüfen? Ich bin, das wurde ja schon angedeutet, vom Innenminister gebeten worden, zu prüfen. Er ist meiner Bitte um Vorlage der Unterlagen zuvorgekommen damit, das muss ich mal auch sagen. Aber ich begrüße das, dass er das getan hat, weil er mir natürlich die Arbeit auch leichter macht und er hat das mit Sicherheit auch gewusst, als er mich gebeten hat. Und er ist der einzige Innenminister, der diese Bitte an eine Datenschutzbehörde gerichtet hat. Es gibt keine andere. Das möchte ich hier auch mal so mal sacken lassen. Es gibt keinen anderen. Es gibt Bundesminister und Landesinnenminister, die mit langen, langen Fingern und Armen auf die Bayern zeigen und der Daumen zeigt zurück.
weil sie geflissentlich vergessen haben, dass das LKA hier in Bayern Amtshilfe geleistet hat auf Bitten anderer Länder, ja? oder des Bundes. Ja? Also da muss man auch mal sagen, dann darf man vielleicht mal Fragezeichen stellen, wer da eigentlich redlich argumentiert oder redlich vorgeht. Das, bei aller Kritik, die man an Herrn Innenminister Hammer äußern mag, aber das möchte ich mal nicht so stehen lassen. Also das, er hat da einfach einen Schritt gegangen, den andere Innenminister nicht gegangen sind, die jetzt auch, es tröpfelweisen, kommt das so zum Vorschein, allesamt Dreck am Stecken haben, wenn sie das als Dreck bezeichnen wollen. Also ich möchte da jetzt insoweit nicht zitiert werden. Auch wenn es im Livestream erscheint, ich meine es nicht als Dreck im Sinne, sondern also im Grunde genommen haben also ich sag mal, von 12 Bundesländern weiß ich es positiv, dass man versucht hat, den Trojaner einzusetzen. Ja? Also von 12 weiß ich es positiv, bei vielen bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, also man soll nicht so tun, als ob es nur die bösen Bayern sind. So viel zum Thema, was gibt es denn an Zahlen? Zugeben muss man, oder was ist zugeben? Ich muss es gar nicht zugeben. Ich kann es genüsslich sozusagen auf der Zunge zergehen lassen. Die Bayern haben natürlich die meisten, was die Länder anbelangt. So, was werde ich prüfen? Ich werde prüfen, was mir das Gesetz gestattet, und all das werde ich auch prüfen. Das heißt, das Gesetz gestattet mir nicht zu prüfen Quellentelekommunikationsmaßnahmen aus laufenden Strafverfahren. Also soweit von den 22 Verfahren Maßnahmen dabei sind, und das weiß ich, dass es welche sind, die laufen, darf ich nicht, zumindest nicht abschließend prüfen. Ja, also ich kann nur prüfen, ist denn tatsächlich, läuft das Verfahren tatsächlich noch, ist es tatsächlich noch nicht rechtskräftig abgeschlossen? Und das werde ich natürlich prüfen, weil ich eine Kontrollinstanz bin und dem Herrn Date, obwohl er sehr glaubwürdig ist, nicht alles glaube. Ja? Das, sonst hätte ich meinen Job verfehlt. Das weiß Herr Date auch. So. Das Zweite ist, ich werde also nur prüfen die abgeschlossenen Verfahren. Ich werde nicht prüfen, ob der Richter den genügenden technischen Sachverstand hatte oder nicht. Ich werde nicht prüfen, hat der Richter Recht gehabt mit seiner Einschätzung, dass § 100a Strafprozessordnung eine Quell-TKÜ rechtfertigt oder nicht. Ich bin zwar persönlich anderer Meinung, das habe ich, glaube ich, sehr, sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, aber ich werde es nicht in Frage stellen an dieser Stelle, weil ich das nicht darf. Und ich respektiere den Willen des Gesetzgebers hier, und wenn man rechtsstaatliche Maßstäbe einfordert, dann muss man sich auch selber an rechtsstaatliche Maßstäbe halten. Ich werde aber genau prüfen, was ist eigentlich den Gerichten vorgelegt worden, was haben die Gerichte angeordnet und haben sich die Behörden daran gehalten. Und welche technischen Sicherungsmaßnahmen haben sie eigentlich ergriffen, um den Anordnungen Rechnung zu tragen und gleichzeitig eben den Grundrechtsschutz, der eben entweder aus dem Recht auf Integrität und Vertraulichkeit von IT-Systemen resultiert oder eben im Fernmeldegeheimnis resultiert. Haben sie es beachtet oder nicht? Diese Punkte werde ich prüfen. Ich glaube, dieses Prüfprogramm ist anspruchsvoll genug. Es wird mit Sicherheit nicht alle Fragen beantworten. Das hatte ich, glaube ich, eingangs angedeutet. Aber ich glaube, wir werden doch das eine oder andere an Fragen beantworten, was für die zukünftige Gestaltung dieses Ermittlungsinstruments eine Entscheidungsgrundlage bieten kann für das Parlament. Und das ist, glaube ich, also das ist mein Kommunikationsziel hier in diesem Prüfverfahren. Ich will nicht, oder mir ist es natürlich klar, ich will natürlich was finden. Ja? Ich
Kann ja auch mindestens genauso gut sein wie der Chaos Computer Club. Mal schauen, ob wir das schaffen. Sehr ehrgeizig. Aber ich will, für mich ist es nachrangig festzustellen, hat das LKA jetzt richtig gehandelt oder nicht. Und ich will Probleme identifizieren. Ja? Ich unterstelle dem LKA, und dass es insoweit mich unterstützt, wo es nur kann. Ich will einen Diskretionsbruch mal begehen, Herr Date. Ich habe Herrn Date angerufen und habe gesagt, wir werden nicht umhinkommen, den Quellcode uns anzuschauen. Und ich gehe mal davon aus, dass Ihre Äußerung vorhin eine Reaktion auf dieses Gespräch ist. Also ich kann bis jetzt zum gegenwärtigen Zeitpunkt mich nicht über eine mangelnde Unterstützung seitens des LKA beschweren. Also es läuft wirklich gut. Allerdings muss ich auch sagen, wir sind noch am Anfang der Prüfung. Und das liegt, werte Frau Tausendfreund, unter anderem an Ihnen. Denn Sie haben ja durchaus kenntlich gemacht, das kann man alles da nachlesen auch, dass es Anfragen aus dem Parlament gibt, was ich auch sehr gut finde und auch begrüße. Aber das verzögert natürlich die Möglichkeiten, also sagen wir mal, der beiden Ministerien, mich zeitnah sozusagen zu beliefern. Weil natürlich Landtagsanfragen vorrangig zu beantworten sind. Und dann muss ich halt warten. Ich bin zwar unverzüglich zu bedienen, aber unverzüglich heißt ohne schuldhaftes Verzögern. Und eine Anforderung einer Landtagsanfrage ist kein schuldhaftes Zögern. Mit diesen Worten möchte ich es einmal bemühen lassen. Ich bitte um Verständnis, dass ich jetzt nicht in die Details meiner Prüfung einsteige. Das würde, glaube ich, zu Festlegungen führen, von denen ich nachher nicht mehr runterkomme. Und obwohl ich vielleicht gerne runterkommen will, das sage ich Ihnen ganz offen, das möchte ich nach Möglichkeit hier vermeiden. Das wird jeder Richter genauso handhaben. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank. Ich denke, wir haben wirklich durch die erste Runde sehr wertvolle Informationen bekommen und jetzt die Aussicht, dass möglicherweise der Quelltext doch noch zur Verfügung gestellt werden kann, ist natürlich schon einmal sehr, sehr positiv. Vernünftig wäre es wahrscheinlich, wenn LKA, Chaos Computer Club und der Datenschutzbeauftragte mal ihre gesammelten Informationen zusammentragen würden und gemeinsam hier an der Anwendung arbeiten. Aber da sind wir wahrscheinlich noch ein bisschen davon entfernt, aber es wäre wahrscheinlich vernünftig, das so zu machen. Also es tut mir natürlich leid, dass durch unsere Anfrage hier Ihre Ermittlungstätigkeit, Ihre Untersuchungstätigkeit noch etwas verzögert worden ist, aber ich denke, im Moment ist ja der Einsatz einer entsprechenden Software sowieso ausgesetzt, von daher schadet es im Moment auch nicht unbedingt was, aber es war natürlich auch ein taktisch kluger Zug jetzt von Innenminister Herrmann, der schon natürlich in der öffentlichen Diskussion sehr, sehr stark im Feuer gestanden hat. Erstens auf Hinweis von Bundesinnenminister Friedrich zu sagen, gut, wir setzen es halt jetzt in Gottes Namen aus. Und zum Zweiten sie dann den Datenschutzbeauftragten dann auch einzuschalten. Also das war, damit ist er natürlich aus dem Feuer der öffentlichen Diskussion herausgekommen. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Es sind ein paar Dinge noch gesagt worden, die mich im Grunde schon bestärken, dass die technische Einsatzmöglichkeit so einer Spionagesoftware im Rahmen der TKÜ eigentlich unmöglich machen, wenn gesagt wurde, dass nach der Verletzung des Zielcomputers dieser eigentlich nicht mehr so wiederherstellbar ist, wie er vorher gewesen ist. Also das würde ich gerne nochmal ein bisschen untersuchen, weil Herr Data hat ja gesagt, gut, wir müssen diese Nachladefunktion aufrechterhalten, damit dann, auch wenn die Maßnahme abgeschlossen ist, hier sozusagen das Selbstvernichtungsprogramm, das Löschungsprogramm hier noch nachgeführt werden kann.
Aber ist denn dann die Löschung tatsächlich so, dass der Zielcomputer so ist, wie er vorher gewesen ist? Beziehungsweise die Zugriffsmöglichkeit durch Dritte ist natürlich auch immer noch so offene Frage. Also ist es tatsächlich denkbar, Software, also jetzt einmal abgesehen von der Frage, ob es wünschenswert ist, die TKÜ, die Quellen-TKÜ weiter voranzubringen, ist es technisch überhaupt denkbar, hier eine saubere Lösung hinzubekommen? Und eine Bemerkung noch möchte ich machen. Wir als Grüne wollen natürlich den Ermittlungsbehörden hier nicht unnötige Steine in den Weg legen. Es ist natürlich Strafverfolgung, die hier stattfindet. Die ist notwendig und die Polizeibehörden müssen natürlich auch Instrumente an die Hand bekommen, die wirksam Strafverfolgung hier durchführen lässt, die Ermittlungstätigkeit durchführen lässt. Aber es gibt eben bei der Güterabwägung einfach Grenzen, wie weit der Staat gehen darf und wo die absoluten Abwehrrechte einfach beginnen. Und da muss man dann auch sagen, tut uns leid, an der Stelle können wir nicht weiter ermitteln, weil die unveräußerlichen Grundrechte einfach dagegen stehen. So. Fange ich gleich wieder an. Also zunächst einmal, Sie hatten ja die Frage aufgeworfen, was kann man machen, wenn so ein Rechner infiltriert ist, wie kann man eine Integrität wiederherstellen? Also ich hatte ja vorhin angedeutet, bei Laufenden, wenn man es sozusagen weiterlaufen lässt, glaube ich, kann man die Integrität nicht mehr wiederherstellen. Sie können natürlich eine komplette Neuinstallation des Systems machen. Dann haben Sie die Integrität wiederhergestellt, aber Sie verlieren natürlich eine ganze Menge an Daten, die Sie da drauf haben. Also das muss man einfach mal so halb festhalten. Also es gibt Fälle dieser Art auch, die bekannt geworden sind, auch öffentlich bekannt geworden sind, wo genau das passiert ist und woran dann die Ermittler gemerkt haben, oh, unsere Quell-TKÜ ist aufgeflogen. Ja, so, ist klar, wenn einer aus unerfindlichen Gründen seinen Rechner wieder neu installiert, dann ist klar, man braucht nicht mehr ein zweites Mal zu versuchen. Ja? Ja, das ist das eine. Sie hatten natürlich die Frage auch nach den Grenzen aufgeworfen. Also eines muss man schon auch sagen, das glaube ich, stellen Sie gar nicht in Frage. Und da möchte ich anknüpfen an das, was Herr Albrecht gesagt hat. Wenn Sie die Entscheidung zur Online-Durchsuchung durchlesen, das Bundesverfassungsgericht sieht ja schon die Integritäts Beeinträchtigung rechtlich gesehen, Verletzung technisch gesehen und lässt sie trotzdem unter bestimmten Bedingungen zu, unter bestimmten Voraussetzungen zu. Das gilt für die Online-Durchsuchung, aber ich meine auch, dass das für die Quelltelekommunikation gelten muss. Sonst hätte das Bundesverfassungsgericht gesagt, die werden gleich behandelt. Ja? Also aber in dem Punkt wären sie tatsächlich, hat das Bundesverfassungsgericht gesehen, diese Schwierigkeit gibt es. Also ich war bei der Anhörung dabei, ich weiß nicht, ob Herr Mitten zwei dabei war, daran kann ich mich nicht erinnern, Frau Kurz war dabei, glaube ich, ne? Und Herr Wiege. Ja. Aber also zwei Vertreter des Chaos Computer Club waren dabei, aber ich war auch dabei. Und ich habe sehr genau wahrgenommen, wie das Bundesverfassungsgericht Sachverständigen vom Chaos Computer Club gefragt haben, aber auch den leider viel zu früh verstorbenen Professor Pfitzmann befragt hat zu dem Thema, was bedeutet denn das jetzt eigentlich, wenn infiltriert wird und was heißt denn jetzt eigentlich aus technischer Sicht Integrität und wann ist die Integrität beeinträchtigt, ist das wiederherstellbar, kann man es zuverlässig machen, und da wurde auch schon die These vertreten, dass eben die Integrität, wenn einmal sozusagen diese entscheidende Hürde genommen ist, eben, wie ich es gesagt hatte, nicht mehr zu wiederherzustellen ist. Das Bundesverfassungsgericht deutet das an einer Stelle dieser Entscheidung auch an. Ich glaube, ziemlich weit hinten, für den, der es interessiert, der es nachlesen mag, ich weiß nicht, 325, Seite 325, ja? Also da kann man das unten nachlesen, im letzten ganzen Absatz.
Es gibt auch Aufsätze von Fitzmann dazu, die auch allgemein zugänglich sind für das Netz. Wenn Sie Andreas Fitzmann eingeben und online durchsuchen, dann finden Sie die. Und also das Gericht hat das sehr genau gesehen und es hat eben das auch deutlich gemacht, dass die Integrität als Grundrechtsproblem erkannt hat und trotzdem hat sie es zugelassen. Das muss man schon eben auch in die Erwägungen einfließen lassen. Und die Frage ist eben, was bedeutet das für uns jetzt? Was bedeutet das jetzt, wenn eine Quellen-TKÜ sozusagen tatsächlich technisch abgrenzbar ist, sauber? Was passiert, wenn es sozusagen überschießende Datenerhebungen gibt, die man aber irgendwie noch beherrschen kann? Stichwort Application Shots, wenn das alles ist, ja, so, und sonst nichts passiert. Und was passiert, wenn es sozusagen weitergehend ist? Wenn es weitergehend ist, würde ich sagen, ist die Frage ganz klar beantwortet, dann ist es eine Online-Suchung. Das hatten Sie, glaube ich, auch gesagt, Herr Date, da sind wir, glaube ich, in einem Boot. Bei den Application Shots gibt es ja, wie gesagt, den Streit. Und wenn man jetzt dazu käme, zu sagen, wie ich es persönlich meine, aber was jetzt, sagen wir mal, nicht maßgeblich ist im Rahmen meiner Prüfung, wenn man jetzt tatsächlich zu meinem Ergebnis käme, dass man sagt, Application Shots sind nicht von dem 100a gedeckt, so wie das Landgericht Landshut das auch vertreten hat, dann wäre man auch in der Online-Durchsuchung. Aber die Frage ist jetzt, kann eine Ermittlungsbehörde künftig auf so etwas verzichten? Und wenn jetzt, das ist eine Frage, die der Gesetzgeber dann unter Umständen unter Abwägung der Belange der Sicherheit, der inneren Sicherheit mit den Grundrechten entscheiden muss. Aber vorstellbar wäre, dass man sagt, okay, es wäre natürlich nach dem Kriterium des Bundesverfassungsgerichts dann eine Beeinträchtigung dieses IT-Grundrechts. Ja, und das muss man dann, dem muss man dann durch erhöhte Eingriffsschwellen angemessen Rechnung tragen. Es wäre vorstellbar, wenn es denn, oder falls es denn so technisch sauber abgrenzbar wäre, dass man eben extrem hohe Anforderungen an die Normklarheit und Normbestimmtheit stellt an den Gesetzgeber und sagt, also sowas muss man dann eben ausdrücklich regeln. Das will ich nicht. Und man müsste eben bestimmte zusätzliche Kautelen einsetzen, falls es denn so technisch sauber abgrenzbar wäre. Und an dem Punkt prüfe ich gerade und dazu sage ich jetzt wieder nichts, das soll man nicht tun. Herr Date hat sich zu Wort gemeldet und dann, oder wollen wir es umgekehrt machen, dann können Sie vielleicht nochmal reagieren. Also ich glaube auch, dass das Kern dieses Streits eigentlich ist, wie ist dieses neue Grundrecht auszulegen und dort vor allem, wie ist das mit dieser Integrität zu verstehen. Und es ist ja eben, wie gesagt, ein neues Grundrecht und da wird es einfach jetzt über diesen Fall oder über andere Konstellationen einfach neue Fälle, Fragestellungen geben, wo sich das Bundesverfassungsgericht eben damit auseinandersetzen wird, wie ist Integrität zum Beispiel zu verstehen. Und da haben wir zum Beispiel einfach eine dediziert andere Meinung als Sie, Herr Date, dass wir zum Beispiel sagen, dass es bei der Integrität sehr wohl darauf ankommt, was kann die Software und eben nicht, wie Sie, das ist auch ein juristisches Argument, wie Sie sagen, dass es nur darauf ankommt, was haben wir tatsächlich mit dieser Software gemacht. Weil wenn man Integrität jetzt zum Beispiel sehr vom Wortbestandteil her sieht, ist es eben, kommt es darauf an, ist das System verletzt und nicht, wie wird dann tatsächlich eingegriffen? Und deshalb ist unsere Argumentation, und das stelle ich Ihrer Argumentation entgegen, wird sich zeigen, wer dann letztlich Recht bekommt, dass es eben dann auch schon auch in die Integrität eingegriffen wird, wenn nur die Möglichkeit eröffnet wird, in so ein System dann da integral einzugreifen. Und ich vermute, dass es dann, wenn das Bundesverfassungsgericht, also ich würde spekulieren, da kann man ja nur spekulieren, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, ja, auch das ist diese Integrität, ist jetzt auch kein Grundrecht, was ohne Einschränkungen gilt, sondern auch da sind Einschränkungen denkbar, aber
man muss eben, weil es eben, wie er hier vorhin rausgekommen ist, sehr tief eingreift in die Persönlichkeitsrechte, eben viel klarere oder viel engere Voraussetzungen schaffen. Und das da muss dann jetzt eben Gesetzgeber und Gerichte werden, das jetzt einfach die nächsten Jahre vermutlich. Also ich vermute, dass dieser Themenkomplex noch ein paar Jahre lang verfolgen wird. Und das müssen wir jetzt einfach klären. Und dann gehen wir in die Publikumsdiskussion. Ja, nur ganz kurz ein paar Anmerkungen. Also wir sind ja nicht weit auseinander in dem Bereich. Die Frage ist, inwieweit ist die Integrität tatsächlich verletzt? Dass es ein technischer Eingriff ist, da glaube ich, sind wir uns alle einig, das geht auch nicht anders. Aber lassen Sie mich möglicherweise auf einen anderen, und zwar auf diese App-Shorts zurückkommen. Da gibt es aber eine weite Facette, das ist nämlich die ausgehende, das ist also das, was auch im Land so diskutiert wird. Also wann beginnt letztlich der Wille der Kommunikation beim Erstellen oder wenn ich tatsächlich sende, weil ich dann den Absender entsprechend auch bedienen will, so ist die Argumentation im Land so. Da muss man dann sagen, wenn das Ausgangspunkt und der Wille des Gesetzgebers ist, dann muss ich von der fachlichen Seite feststellen, dann ist damit dieses Instrument, das instrumentaltaktische Instrument, zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Technologie tot. Dann, das muss man halt wissen. Also das ist ja jetzt nicht letztlich eine Glaubensfrage, sondern das ist eine Auseinandersetzung mit dem, was will der Gesetzgeber zulassen und was ist die Konsequenz. Und das ist dann auch unsere Aufgabe zu sagen, wenn ihr das so beurteilt, dann kann ich Ihnen nur sagen, was dann nicht mehr geht und dann muss halt die politische Konsequenz mit dem leben. Ist ja ganz normal im demokratischen Prozess. Eine weitere Facette ist die eingehenden entsprechenden Informationen, die ja nur einmal letztlich, und zwar beim Eingehen, entsprechend entschlüsselt und damit festgehalten werden. Da ist ja der Kommunikationsprozess umgekehrt. Also das ist nochmal eine Facette, die hier zu betrachten ist. Das ist auch eine sehr interessante Geschichte, ob es das dann unter Umständen trennen kann. Dr. Petri, laufende Verfahren, Sie haben gesagt, das ist, ich glaube, im 30er Datenschutzgesetz irgendwo geregelt, dass Sie auf laufende Verfahren nicht zugreifen dürften. Wir sind in Verhandlungen mit dem Justizministerium, auch Ihnen aus laufenden Verfahren die Informationen zur Verfügung zu stehen, die nicht in Konflikt kommt, aber die Sie in die Lage versetzt, und das ist auch mit der Zeichen einer wirklich aktiven Abarbeitung dieses Themas, die Sie in die Lage versetzt, aufgrund des Beschlusses eines laufenden Verfahrens, der allerdings so verfremdet ist, dass diese Interessenkonflikte nicht kommen, auch diese Prüfung vielleicht für diese Bereiche durchführen zu können. Also das habe ich auch die Signale, dass wir da auf einem guten Weg sind. Also das in den Verhandlungen der Justiz und da habe ich auch großes Entgegenkommen festgestellt. Sie haben eingangs nochmal, und das dritte und letzte Anmerkung, Ermittlungsrichter informiert. Das ist ja immer wieder die entsprechende Diskussion. Ich kann nur sagen, dass zum Beispiel im Landshutfall auch der Ermittlungsrichter sich ja ganz konkret im Beschwerdeverfahren oder im Prüfungsverfahren mit dieser Frage des Verteidigers auseinandersetzen musste und sich nochmal explizit mit dieser Frage beschäftigt hat im Überprüfungsverfahren. Und dann wurde das Ganze ja im Beschwerdeverfahren, dem LG, vorgesehen. Aber er musste sich ganz konkret mit dieser Situation auseinandersetzen. Wir machen auch umfangreiche Informationsveranstaltungen für Staatsanwälte, auch für Ermittlungsrichter. Und meine Leute haben mir heute auch nochmal versichert, dass nicht selten Ermittlungsrichter auch nochmal nachfragen, Fragen stellen zu diesem Komplex. Und das zeigt mir, dass hier schon entsprechend sorgsam umgegangen wird, weil diese technische Komplexität, die dahinter steckt, natürlich in die juristische Sprache auch überzuführen ist. Also man kann hier durchaus sagen, dass ein entsprechendes Informationsbedürfnis und auch Verständnis, zumindest aus der Kenntnis unserer Rückmeldungen, die Fragen, die bei uns auftauchen und die Informationen, die bei uns abgerufen werden, durchaus das angezeigt erscheinen lassen, dass hier auch die entsprechende Einarbeitung in diese Thematik durch die Ermittlungsrichter erfolgt. Jo, herzlichen Dank. Wir sind leider jetzt schon zeitlich über unserer Zeit, aber ich würde gerne die Diskussion noch laufen lassen. Ich hoffe, Sie haben noch ein bisschen Zeit mitgebracht. Können wir ohne Pause in die Diskussion weitergehen? Gut. Dann nehme ich mal die Wortmeldungen auf. Eins, zwei, mal. Die sind der, bitte
Wer sich zu Wort gemeldet hat, bitte sich ein Mikrofon schnappen und auf den grünen Knopf, weil sonst kommt es erstens nicht auf die Aufzeichnung und zweitens hört es dann auch hier niemand immer. Ja, okay. Ja, ich soll mal ein bisschen weiter weg. Ja, man sieht, dass ich damit keine Erfahrung habe. Also, mein Name ist Roland Freund, also ohne das Tausend bei Ihnen. Ich bin Diplom-Informatiker TU, das heißt, ich kann da technisch ein wenig mitreden. Und ich möchte dem Herrn Date eine Frage stellen und dazu die Frage von der Frau Tausendfreund von vorhin aufgreifen, als Sie gefragt haben, ob denn ein Ermittlungsrichter sich bei so einem Beschluss über den technischen Hintergrund, über den er dazu entscheiden hat, denn wenigstens einigermaßen im Klaren ist. Ich möchte den Herrn Date fragen, ob er als Präsident des Landeskriminalamts sich einigermaßen über den technischen Hintergrund der ganzen Sache im Klaren ist. Ich behaupte nämlich nein, und ich möchte Ihnen anhand von zwei weiteren Fragen klar machen, warum ich denke, dass Sie sich darüber nicht im Klaren sind. Der Dr. Mittenzwei hat ja korrekterweise erklärt anhand von so einem Beispiel in seinem Vortrag, dass es einen erheblichen Unterschied macht, ob man zu einer Software den Quellcode vorliegen hat oder eben nicht. Also wenn man ihn nicht hat, hat man nur den Binärcode. Wenn man nur den Binärcode hat, ist es sehr schwierig bis unmöglich, wirklich zu eruieren, was die Software tatsächlich macht. Der Dr. Mittenzwei hat korrekterweise gesagt, das kann ich bestätigen als Informatiker, dass dann es sehr aufwendig ist, das zu eruieren und es nur eine Handvoll von Experten gibt, die das dann können. Das Ergebnis, zu dem die dann kommen, ist auch nur schemenhaft. Die können dann nur ungefähr sagen, was die Software macht. Jetzt haben Sie ja in Ihrem Vortrag, Herr Date, auch gesagt, dass das Bayerische Landeskriminalamt genau wüsste, was diese Trojaner-Software alles kann und was sie nicht kann. Am anderen Ende haben Sie dann aber gesagt, dass Sie selbst den Quellcode gar nicht vorliegen haben. Ich frage Sie dann, wenn Sie doch selbst den Quellcode gar nicht vorliegen haben und laut Herrn Dr. Mittenzwei, was ich bestätigen kann, man nur anhand von dem Quellcode beurteilen kann, was so eine Software überhaupt macht und was nicht, wie kommen Sie dann zu so einer Behauptung? Also ich halte das für eine reine Schutzbehauptung, die dazu dienen soll, hier die Bürger zu beruhigen, so nach dem Motto, vertraut uns mal, dass das Landeskriminalamt schon ganz genau weiß, was Sache ist. Zweite Frage, dazu muss ich ein wenig ausholen. Ich habe in meiner beruflichen Karriere schon an mehreren großen Softwareprojekten selbst mitgearbeitet. Als Paradebeispiel möchte ich ein Projekt nennen, wo der Auftraggeber die Automobilhersteller Mercedes-Benz war, wo sie das neue Kundenauftragserfassungssystem programmiert haben. Und da hat das Unternehmen gesagt, das überschreitet unsere Fachkompetenz bei weitem. Wir müssen das, genauso wie das Landeskriminalamt das auch gemacht hat, an einen externen Dienstleister beauftragen. Das war dann eine Münchner Softwarefirma, bei der ich beschäftigt war. Das heißt, ich habe daran mitgearbeitet. Aus dieser beruflichen Erfahrung kann ich Ihnen nur sagen, dass bei diesen Projekten, das ist völlig gang und gäbe bei großen Softwareprojekten, in der Ausschreibung, in dem Auftrag, den der Auftraggeber erteilt, schon drin steht, dass der Auftraggeber nach Abschluss des Projekts den Quellcode überreicht bekommt. Und zwar deswegen, weil natürlich in 10 Jahren oder wann auch immer, also bei solchen Projekten wie bei Mercedes-Benz, die Software auch wartbar sein muss. Jetzt haben Sie uns erzählt, vorhin berichtet, dass das Bayerische Landeskriminalamt den Quellcode gar nicht hat und man jetzt mit so einer Art Gnadengesuch bei dieser externen Softwarefirma erreichen möchte, dass die sich erbarmen und den Quellcode herausgeben. Aber Sie haben ja richtigerweise gesagt, das ist eine Ermessensentscheidung von der Geschäftsleitung von dieser Softwarefirma. Ich möchte den Unterschied klar machen, bei meinem Mercedes-Projekt ging es um so Daten wie Herr Hans Müller hat ein Automodell mit der und der Ausstattung bestellt. Ja, also das sind relativ unsensible Daten. Die Daten, die bei einem Bayern-Trojaner abgefragt werden, sind ja bei weitem sensibler. Deswegen halte ich es für extrem naiv, die Herangehensweise, dass ein bayerisches Landeskriminalamt so etwas extern beauftragt und in diesen Auftrag nicht mit reinschreibt, dass das Landeskriminalamt den Quellcode haben möchte. Und Sie jetzt quasi so eine Art Gnadengesuch hier ablassen müssen. Ich halte es für extrem naiv. Und deswegen komme ich zu dem Schluss,
dass Sie als Präsident des LKA hier zwar sagen, dass das LKA das alles wusste, was da los ist, aber in Wirklichkeit ist es genau andersherum. Sie überblicken das gar nicht. Ja. Okay, danke schön. Aber wir können, denke ich, ein paar Fragen und Beiträge sammeln. Die nächste Wortmeldung war da drin. Ja, wunderbar, danke sehr. Also, mein Name ist Benjamin Oelke, ich bin von der Piratenpartei Bayern. Wir haben das auch alles sehr stark verfolgt. Wir haben auch schließlich den Herrn Innenminister verklagt. Da geht meine Frage an den Herrn Albrecht dann nachher, wie Sie die Abweisung der Klage bewerten. An Sie, Frau Pausenfreuch, geht die Frage, ob Sie denn an einer zügigen Aufnahme der Ermittlungen durch den Datenschutzbeauftragten interessiert sind und wenn ja, ob Sie dann Ihre Anfrage zurückziehen wollen, wenn nein, warum nicht. Sie, Herr Date, ich muss Ihnen sagen, Sie haben mich fuchsteufelswild gemacht und nur der Herr Petri konnte mich dann wieder ein bisschen runterbringen. Ich muss Ihnen dasselbe vorwerfen wie mein Informatikerkollege von der TU. Ich selber bin Bioinformatiker, das heißt, ich bin doppelt Elite-Student. Weil ich an beiden Unis studieren darf. Und ich muss Ihnen auch sagen, ich finde, ich fordere Sie auf, dass Sie das Versagen Ihrer Behörde eingestehen. Ich weiß, dass Sie fähige Mitarbeiter haben, die haben Sie auch auf diese Veranstaltung hier heute offensichtlich mit einer Vielzahl an Informationen versorgt. Trotzdem, Sie haben versagt, nicht Sie persönlich und auch nicht unbedingt Ihre engen Mitarbeiter, aber irgendjemand in Ihrer Behörde hat versagt und ich finde, Sie als Präsident sollten dieses Versagen eingestehen und ich fordere Sie auf, dies zu tun. Okay. Gegenüber war die nächste Wortmeldung übrigens, die Anfrage ist praktisch beantwortet und es fehlt nur noch die Unterschrift des Ministers. Ja, Holger von Engerich, auch von der Piratenpartei. Ich bin auch Informatiker. Nicht nur das, ich beschäftige mich beruflich mit der Informationssicherheit an etwas größeren Unternehmen. Und ich muss feststellen, es gibt ein ganz großes strukturelles Problem im LKA bezüglich der Qualitätssicherung. Die Qualitätssicherung ist, so wie ich es verstanden habe, nur funktional. Die Qualitätssicherung bezüglich der Informationssicherheit und den Sicherheitsmethoden, die ist eigentlich nie funktional, weil die Informationssicherheitsexperten gucken eigentlich immer, wie Sachen kaputt gehen. Und das ist durch eine funktionale Qualitätskontrolle gar nicht zu ermitteln. Das heißt, die Sicherheitsmaßnahmen können so gar nicht bewertet werden. Würden Sie das auch so sehen, Herr Date? Also dann, genau, da hinten die nächste Woche. Ja, hallo, mein Name ist Markus Werner vom Linux-Magazin. Und ich habe zwei Fragen, die recht konkret sind. Und zwar das eine, da müssten sich vielleicht die Anwälte, also da nehme ich jetzt auch mal, oder die Juristen, nehme ich jetzt auch mal den Herrn Petri mit rein, würde mich nochmal interessieren, und zwar wie bei der Vorratsdatenspeicherung auch, ist es doch auch eine ganz, gibt es eine ganz klare Vorgabe, bei welcher Straftat, angesichts der Schwere der Straftat, die Online-Quellen über die TKÜ, Online-TKÜ erlaubt ist. Und mich würde eine Würdigung interessieren, ob solche schweren Straftaten wie Terrorismus oder sowas überhaupt Vorlagen in den Fällen, in denen es aufgekommen ist. Meines Wissens nach nicht. Meines Wissens nach ging es um mit illegalen Medikamentenhandel, aber nicht in Deutschland, sondern nur wo angedroht war, dass das auch in den Export ginge oder ähnliche Sachen. Das würde mich nochmal interessieren. Und die andere Sache, die geht auch an den Herrn Date. Und zwar haben Sie gesagt, Skype könne serverseitig den Datenverkehr nicht entschlüsseln. Ich habe da also irgendwie andere Informationen, vielleicht können Sie mich oder auch der Herr vom CCC mich da ein bisschen, ja, eines Besseren belehren. Also erstens gibt es Informationen, die bestätigen, dass Skype früher auch einwandfrei mit den Ermittlungsbehörden zusammengearbeitet hat, also eine europäische Ermittlungsbehörde hat sich äußerst lobend darüber ausgesprochen. Skype hat damit Werbung betrieben, dass sie sehr gut mit den Ermittlungsbehörden zusammenarbeiten. Und rein technisch ist mir das auch nicht ganz klar, weil Skype ja, Sie können ja über Skype zum Beispiel auch Telefonate ins Festnetz machen. Wenn jetzt die eine Seite, also auf meinem Computer, so verschlüsselt ist, dass Skype das nicht entschlüsseln kann,
würde ich gern wissen, wie Skype diese Telefonate unverschlüsselt ins Festnetz bringt. Ich glaube das nicht. Und das würde mich jetzt zum einen von Herrn Date interessieren und zum anderen eben vom Herrn Mitten 2 vom CCC. Dankeschön. Und die nächste Wortmeldung war hier vorne. Und dann machen wir. Mein Name ist Wolfgang Klinger von der Humanistischen Union. Wir sind eine Bürgerrechtsorganisation und versuchen also die Grundrechte gegenüber der Politik, die den Sicherheitsbehörden immer mehr Befugnisse gibt, zu verteidigen. Insofern halten wir also nach dem, was wir heute gehört haben über die rechtliche Lage, über die unsichere gesetzliche Lage und auch über die schlechte Qualität der Trojaner-Software, ist für unverantwortlich oder geradezu verfassungswidrig, diese Systeme einzusetzen. Selbst wenn man jetzt sieht, was in den Antworten auf die Anfragen von Frau Thorstenfreund über die Einsätze berichtet worden sind, dann sind das allenfalls Eigentumsdelikte und einmal ein Drogendelikt. Also dafür jetzt solche riesen Grundrechtseingriffe vorzunehmen, ist wirklich nicht adäquat. Eine Frage an Herrn Mittens, weil er berichtete von einer Möglichkeit, dass staatliche Behörden die Softwarefirmen, die Updates liefern oder Updates automatisch an Computersysteme übertragen, zwingen können oder überzeugen können, das weiß ich jetzt nicht genau, wie das läuft, dort einen Trojaner einzubauen. Würden Sie das mal erläutern, was da für eine Rechtslage da ist? Dankeschön. Dann gehen wir wieder ins Publikum. Also nachdem die Inkompetenz unterstellt worden ist, will ich Ihnen jetzt einfach nur aufgreifen, es ist richtig, es wird sich weisen, ob die Kenntnis des Quellcodes oder die Nichtkenntnis des Quellcodes entsprechend dazu führt, dass illegal über die Zielrichtung der Quellen-TKÜ hinaus entsprechende Daten dann letztlich ohne unser Wissen, weil wir diesen Quellcode nicht kennen, abgeleitet werden kann und Dritte damit, in dem Fall müsste es ja irgendein Mitarbeiter der Firma sein, wenn ich das so richtig verstehe, der da irgendwas einbaut in den Quellcode, abfließen lassen kann. Also nach unseren entsprechenden Durchführungsprogrammen und Absicherungstests wäre das nicht der Fall, aber das ist ja genau auch der Grundlage, warum wir gebeten haben, entsprechend das Ganze durchzuführen. Aber ich muss Ihnen nur sagen, Sie machen das jetzt am Mercedes-Fest. Wissen Sie denn eigentlich, jeder hat ein Microsoft-Produkt. Wissen Sie den Quellcode von Microsoft? Wissen Sie hundertprozentig, dass hier niemand zugreifen kann? Also die Diskussion, ja, der Auftraggeber von der Software, das Kenntnis des Quellcodes wird insofern eine Frage sein, ob das ausschlaggebend ist, ob hier entsprechend illegalerweise über die Befugnisse und die Zielrichtung des Ermittlungsverfahrens und des Ermittlungsrichters darüber hinaus ohne Wissen der Handlung, in dem Fall LKA-Techniker, etwas installiert werden kann, was wir nicht mehr im Griff haben. Das ist doch die Grundsage, die Aussage, die Sie treffen wollen. Nach unserer Kenntnis wäre das ausgeschlossen, ist das nicht unbedingt notwendig, aber ich will ja ausdrücklich sagen, das ist auch ein Überprüfungsthema und wenn Sie die Diskussion, die jetzt im Lande läuft, entsprechend mitverfolgen, dann ist das auch das Thema letztlich, ob man ein derartiges entsprechendes Softwareprodukt Online-Durchsuchungen, Quellen-TKÜ in private Hände geben kann oder ob das nicht staatlicherseits entsprechend auch durch Überlegungen anders aufzustellen sind. Das ist eine Diskussion, die in der Richtung auch läuft auf Bundesebene und das mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen, weil letztlich Sie stehen die Behauptung entgegen, dass es ohne Quellcode können Sie nicht hundertprozentig sicher gehen, dass das entsprechende Produkt, das eingebracht worden ist, nicht illegal entsprechend abgewickelt wird. Das sage ich ja auch der Dr. Mittens.
Zu den zwei Fragen, die dann, die einmal Skype und einmal über diese Software-Update, also diese Infektion über Updates. Also bezüglich Skype ist das Problem, dass, glaube ich, niemand so richtig außer Skype genau weiß, wie Skype funktioniert. Also Skype, muss man wissen, ging hervor aus einem Projekt. Die Jungs, die Skype gemacht haben, haben davor Peer-to-Peer-Netzwerke gemacht. Und es gibt bislang, also meines Wissens, ein Paper von vor 4 Jahren, aus irgendwann aus dem Jahr 2008. Die haben mal versucht, dieses Skype-Protokoll zu reverse-engineeren. Und die, also Skype hat einfach mal alles richtig gemacht, was eben die Verschleierung der Funktionsweise und so weiter angeht. Das heißt, so richtig wie technisch Skype genau funktioniert, weiß momentan niemand außer Skype selbst. Es gibt nur einfach so verschiedene Informationsbrocken. Skype selbst sagt auf der Webseite, dass sie natürlich mit Strafverfolgern zusammenarbeiten. Das steht da. Das ist eigentlich, würde man mal sagen, eine Selbstverständlichkeit. Ermittler so in den Gesprächen sagen, ja, was auf jeden Fall geht, ist, dass Skype in und Skype out, also sprich, wenn man aus dem Skype-Netz ins Telefonnetz telefoniert, dass man das abhören kann, also rein, dass da auch die Schnittstellen da sind und die andere Richtung, dass das auch da ist. Was wohl einfach tatsächlich nicht geht, oder also zumindest keine Schnittstellen da sind, ist, wenn man von Skype zu Skype telefoniert. Was schlicht wohl daran liegt, aber das kann ich jetzt auch nicht sagen, weil auch ich nicht weiß, wie genau Skype funktioniert, dass da auch Schlüssel zwischen den einzelnen Endgeräten, also sprich zwischen den einzelnen Skype-Clients, dass die wirklich Private Public Key-Verschlüsselung nutzen und dass selbst die Skype-Vermittlungsstellen so in der jetzigen Version nicht diese Schlüssel nicht haben. Das ist aber, wie gesagt, so richtig weiß es niemand, was da Skype tatsächlich macht, und Skype tut auch alles daran, um das möglichst im Verborgenen zu halten. Es gibt da eine Bundestagsanfrage, glaube ich, die auch genau auf dieses Problem hinweist. Ich will da jetzt dem Gesetzgeber keine Ratschläge geben. Wenn ich Gesetzgeber wäre, würde ich Skype halt zwingen, da die Keys rauszugeben. Ob man das politisch will, das weiß ich nicht. Aber momentan jetzt rein, wenn ich jetzt Ermittler bin und möchte Skype abhören und das ist ein Skype-zu-Skype-Gespräch, komme ich nicht ran. Noch eine, zu der anderen Frage nur ganz kurz über diese Software-Updates, über diese Infektion über Software-Updates. Also mir ist kein Fall bekannt, dass das in Deutschland so passiert ist. Wir wissen, dass diese Firma, die es da gibt, das wohl den deutschen Behörden auch vorgestellt hat. Heute Nachmittag war ein Spiegelartikel, der auf eine Anfrage der Linken, glaube ich, im Bundestag Bezug nimmt. Und da taucht auch diese Software auf. In diesem Spiegelartikel ist auch der Name dieser Software genannt. Die heißt FimFisher, die genau diese On-the-Fly-Infektionen macht. Und diese Software ist auch im Einsatz in, ich sag's mal so, aufstrebenden Demokratien im Nahen Osten, wird das fleißig eingesetzt. Ja, ich kann, was das Skype-In und Skype-Out anbelangt, nach meinem Wissensstand auch nur unterstreichen, was Herr Mittenzweig gesagt hat. Es gibt eine Bundestagsdrucksache, ist es, glaube ich, nicht, sondern es ist ein Protokoll, ein Plenarprotokoll, wer es nachlesen will, ist dieser Wahlperiode der 17. in der 135. Sitzung auf Seite 16.064, da steht es recht drin. Also es ist eine Anfrage, die Beantwortung einer Anfrage. Da wird das, was Herr Mittenzweig gesagt hat, auch so zumindest ähnlich geschildert vom Vertreter der Bundesregierung. Es war die Frage aufgeworfen worden, ist denn die Quellen-TKÜ abgedeckt? Jetzt muss man natürlich unterscheiden. Also wenn man
nicht die Auffassung vertritt, dass mit Quell-TKÜ auf eine Strafprozessordnung gestützt werden kann, weil es keine Normen, klare Regelung gibt, dann kommen Sie natürlich zu dem Ergebnis, dass das nicht abgedeckt ist. Aber wenn Sie das grundsätzlich anerkennen, dass das geht, dann sind alle, ich habe es jetzt eben auch nochmal mir angesehen, alle bekannt gewordenen Fälle, ja, also die jetzt tatsächlich auch, sagen wir, veröffentlicht worden sind, wären jetzt nach einer kursorischen Prüfung, während hier die anderen Podiumsteilnehmer gesprochen haben, wären abgedeckt. Sie haben einen Fall, ist auf einen einzigen Fall, wo man allerdings, wo die Ermittlungsbehörden von qualifizierten Fall ausgegangen sind, der wäre abgedeckt gewesen und nachträglich hat sich herausgestellt, man kann den qualifizierten Fall nicht nachweisen. Aber da muss man natürlich auch von dem Tatverdacht ausgehen. Man geht nicht von dem aus, was dann sozusagen am Ende als Freispruch oder als Verurteilung in einem Gerichtsverfahren steht, sondern das, was man zum Zeitpunkt der Ermittlung wusste, wovon man ausgehen durfte. Und da war es so, dass man zwei Maßnahmen hatte, die sich bezogen auf bandenmäßige Hehlerei. Das finden Sie im Paragraphen 100a Absatz 2 Ziffer L. Da hatten Sie auch entsprechende Verurteilungen. In dem Fall von Nürnberg-Fürth ging es um Drogenkriminalität. Auch nicht so ganz wenig aus Absatz 2, Ziffer 3, genau, aus dem Arzneimittelgesetz. Wenn ich mich recht erinnere, ging es bei dem Fall Landshut auch um einen Betäubungsmittelfall. Im Fall Nürnberg-Fürth wurde der Mann verurteilt zu 4 Jahren und 6 Monaten. Also mit Verlaub, wer die Rechtsprechung kennt, 4 Jahre und 6 Monate, das ist kein Bagatelldelikt mehr. Also da bewegen wir uns nicht mehr im Bereich der Bagatellkriminalität, sondern das ist schon gehobene mittelschwere Kriminalität. Ja, das muss man einfach mal so feststellen. Ich meine, klar, dass wenn man von einer Bandenhehlerei ausgeht und es wird dann eine einfache Hehlerei, dann wandern Sie von unter Umständen der Verurteilung wegen 2 Jahren zu plötzlich einer Bewährungsstrafe oder wenn es die Ersttat ist oder zu einer Geldstrafe. Ich glaube, in dem Fall wurden, glaube ich, 90 Tagessätze oder sowas verhängt. Also das war natürlich, im Nachhinein bestätigte sich da der Verdacht nicht. Aber wie gesagt, davon konnten die Ermittlungsbehörden ja eigentlich nicht ausgehen, sondern sie sind davon ausgegangen, dass man das im Wege der Ermittlungen eben nachweisen kann. Und das muss man zugrunde legen. Also wenn man sagt, 100a reicht, dann sind die bekannt gewordenen 5 Fälle, die Frau Tausendfreund und ihre Fraktionskolleginnen sozusagen transparent gemacht haben. Ich glaube, die Trumpfsache haben sie ausgelegt. Die sind tatsächlich von 100a abgedeckt. Das muss man so sagen. Dann kann man noch eine. Also wenn Sie noch. Wenn Sie noch Geduld haben, können wir noch eine Fragerunde dann abschließen. Ich würde noch kurz die unbeantwortete Frage von Herrn Winelke, glaube ich, war der Name, beantworten. Es ging also um die Frage, wie ich diese Einstellung des Strafverfahrens durch die Staatsanwaltschaft München bewerten würde. Und da kann ich also nur sagen, also um sowas zu bewerten, müsste man eine Akteneinsicht nehmen und muss sich die ganze Akte mit inklusive vollem Sachverhalt und den Ermittlungsergebnissen anschauen, sodass man also hier nur so eine, sag ich mal, Pi mal Daumen-Einschätzung abgeben könnte. Und wenn Sie mich also nach so einer eher mehr als juristen fremden Pi mal Daumen-Einschätzung bitten, dann würde ich sagen, hätte ich das Verfahren wahrscheinlich auch eingestellt. Nicht, weil mir die Vorgehensweise der Verantwortlichen gefallen würde, sondern weil wir im Strafverfahren nicht die Kategorie bewerten, was uns gefällt, sondern wir bewerten die Frage, hat sich jemand strafbar gemacht. Und die Staatsanwaltschaft, die steht dort vor der Frage, besteht also ein hinreichender Tatverdacht, das heißt, ist im Fall der Anklageerhebung mit einer Verurteilung zu rechnen. Und wenn Sie sehen, was also allein in dem Gebiet an Unklarheiten
rechtlicher Art und auch tatsächlicher Art existiert, dann wäre nach meiner Pi mal Daumen-Einschätzung eben nicht mit einer Verurteilung zu rechnen. Was ich über die Homepage vom Rechtsanwalt Stadler, der glaube ich die Strafanzeige erstattet hatte, gesehen habe, über den Einstellungsbeschluss, da sind ein paar Auszüge veröffentlicht, gefällt der mir mit der Argumentation, die da drin angeführt ist, nicht so ganz gut, aber das ist einfach das ist vielleicht eine handwerkliche Frage. Im Ergebnis würde ich zum Gleichen kommen, wenn man das Pi mal Daumen so bewerten kann und soll. So, dann kommen wir zur nächsten Frage. Das war hier vorne die Dame und dann einen dahinter und hier drüben noch eine Wortmeldung ganz hinten und noch hier vorne. Aber ich würde darum bitten, jetzt keine Kurreferate mehr zu halten, sondern wirklich Fragen zu stellen. Ganz kurze Frage, mein Name ist Monika Ernert, ich bin keine Informatikerin. Ich habe eine Frage zu dem, Herr Dati, Sie haben vorher gesagt, es muss jetzt geprüft werden, ob Daten illegalerweise abgeflossen sind. Und da frage ich mich doch, gibt es denn sowas wie Protokolle, Logs, davon, was eigentlich zwischen Ihrem Rechner und dem infiltrierten Rechner, dem infiltrierten System passiert ist? Oder liegen diese Protokolle dann auch bei der externen Firma, also machen die quasi die Überwachung? Und es würde mich auch interessieren, ob derartige Protokolle dann für den Herrn Petri zur Verfügung stehen, beziehungsweise zur Verfügung stehen müssen, damit er prüfen kann, was da passiert ist. Und dann noch eine Frage, gibt es außer Digitask noch eine andere Firma, die Ihnen Systeme anbietet? Dann gleich wieder daneben. Also wenn es rot leuchtet, ist es angeschaltet. Jetzt ist es angeschaltet. Dagmar Bödecke, ich wüsste gerne auch von Herrn Date, wie es aussieht mit den Umleitungen, die Sie benutzt haben, damit Ihre Behörde nicht in Verbindung gebracht werden kann mit den abgezogenen Daten. Die waren ja zum Teil im Ausland. Und mir wird da als ganz normaler Menschen sehr Angst und Bange, wenn ich mir vorstelle, dass in den USA irgendwo auf einem Server mit Zugriff durch möglicherweise Sicherheitsbehörden der USA diese Daten abgegriffen werden können. Können Sie das ausschließen? Florian. Okay, Florian Kraus, Landesarbeitskreis Demokratie und Recht. Für mich stellt diese Unterstützung durch Digitask jetzt noch keine Privatisierung von Grundrechtseingriffen dar, aber ich finde, das ist relativ ein. Also irgendwo muss noch ein Mikrofon an sein. Bitte alle ausschalten, die sonst. Ja. Vielleicht ist es nicht. Ja. Nice, Mann, dass mein Handy so, ist in der Nähe. Ein bisschen besser. Also, außer meinem iPhone in der Hosentasche ist, glaube ich, kein Handy ganz nah da. Genau. Diese Unterstützung durch Digitask oder durch so einen privaten Anbieter ist für mich jetzt noch keine Privatisierung von Grundrechtseingriffen, weil ja der Grundrechtseingriff selber durchs LKA durchgeführt wird. Aber für die Zukunft sollte man sich doch überlegen, ob man nicht genau das in die Ausschreibung mit aufnimmt, dass man keine private Unterstützung mehr braucht, sondern den Quellcode nicht nur dafür verwendet, zu überprüfen, was mit dem Programm möglich ist, sondern durch die Unterstützung der eigenen Beamten, und Herr Rathe, Sie haben es ja gesagt, dass da sehr fähige Leute in der Abteilung sind, dass dann künftig, wenn man schon solche Eingriffe denn überhaupt für notwendig erachtet, die dann selbst eben ermöglicht, um wirklich ausschließen zu können, dass da Schindluder von anderen getrieben wird. Und ich weiß ja nicht, welche Überprüfung da bei Digitask stattgefunden hat. Ich glaube, das sind ja irgendwie mal Privatisierte, die früher das auch schon mal, glaube ich, im staatlichen Auftrag gemacht haben. Aber
Im Extremfall könnte man sich ja da als ausländischer Geheimdienst auch ganz gut im Geschäft machen, indem man dann den unterschiedlichen Staaten dann solche Softwareprogramme anbietet, um dann die Informationen halt auch gut zu verwerten. Und da wäre es mir aus rechtsstaatlicher Sicht wohler, wenn das der Staat selber macht, wenn man denn unbedingt schon solche Eingriffe machen wollte. Jetzt ganz hinten. Ja, guten Abend, Morgenstern. Es ging ja vorher mal um die Unterscheidung, was kann gemacht werden und was wird dann von den Sicherheitsbehörden tatsächlich gemacht. Der Herr Date hatte da auch diese Qualitätsprüfung angesprochen, die wohl nur testet, ob denn auch die Software wirklich das machen kann, was bestellt wurde. Ich muss Sie da zitieren, Herr Date, Sie meinten, ein Einsatz, der über den Beschluss eines Gerichts hinausgehen würde, würde schnell offenkundig werden. Und ich frage mich, wie das denn geschehen soll, weil wir haben es hier nicht mit transparenten Prozessen zu tun, die irgendwie im Lichte der Öffentlichkeit beobachtet werden könnten, sondern es sind hier Prozesse, die bewusst versteckt stattfinden. Und mir leuchtet nicht ein, wie hier eine Verwendung über einen richterlichen Beschluss hinaus offenkundig werden könnte, außer durch ein vorliegendes Quelltext, der dann von bestimmten Stellen überprüft wird. Und da habe ich noch eine zweite Frage an Herrn Petri. Sie meinten vor wenigen Wochen auf der FIF-Tagung, dass Ihre Behörde momentan knapp 30 Mitarbeiter umfasst, die sich nicht nur mit den Trojaner-Geschichten der Staatsregierung beschäftigen, sondern auch andere Aufgaben wahrnehmen. Sehen Sie denn bei Ihnen überhaupt die Kompetenz angelagert, dass wenn Sie morgen den Quelltext erhalten, dass Sie diesen beurteilen können in dem Rahmen, also quasi, ob die Software dann auch innerhalb der Rahmen der richterlichen Beschlüsse arbeitet? Ja, guten Tag, Martin Kraus, auch von der Piratenpartei. Ich hätte auch noch eine Frage, sowohl an Sie, Frau Tausendfreund, als auch an Herrn Date. Jetzt haben wir mehrfach gehört, dass noch einiges an Gesetzeslücken da ist, dass dort einiges einfach noch geregelt werden muss. Wo sehen Sie denn eigentlich die Grenze, ab wann sich so ein Quellen-TKÜ-Eingriff überhaupt zu rechtfertigen ist? Wo dieser Eingriff in die Grundrechte zu rechtfertigen ist? Wo sehen Sie die Grenze, bei welchem Schweregrad eines Verbrechens? Dankeschön. Die letzte Wortmeldung war jetzt hier vorne noch. Ja. An den Herrn Mitten 2 hätte ich die Frage, wäre es nicht von der Integrität einigermaßen möglich, wenn man ein Image der Festplatte am Anfang macht, bevor man den Trojaner aufspielt? Dann meinen Sie das an Herrn Date, meinen Sie, Digitask ist kompetent genug, auch bei anderen Betriebssystemen wie Windows agieren zu können, also wie zum Beispiel ein Apple oder ein Linux-Betriebssystem nutzen? Und an Herrn Albrecht, wie kann man, wie dramatisch ist es, dass man bei dem Incoming sozusagen, also auch mit, dass dann auch die Unschuldigen mit protokolliert werden bei der Kommunikation. Ja. Ah ja, genau, und noch an Herrn Mitten 2, wie wahrscheinlich sehen Sie das, dass ein Trojaner von anderen Viren weiterverarbeitet wird bzw. weiterentwickelt wird? So, dann kommen wir jetzt zur Abschlussrunde. Wer möchte beginnen? Vielleicht diesmal der Herr Albrecht? Mich betraf ja nur der letzte Teil. Also, die Frage ist ja, wie problematisch das ist, dass also der Überwachungsbeschluss richtet sich ja gegen den Verdächtigen und es werden zwangsläufig auch die anderen Kommunikationsteilnehmer mit erfasst. Also nach meinem Verständnis muss das eben im Rahmen der Abwägung, der Verhältnismäßigkeitsabwägung mit einbezogen werden, dass eben hier eben auch Unverdächtige zwangsweise als Kommunikationsteilnehmer mit von dieser Maßnahme betroffen werden. Dem versucht man ein bisschen dadurch Rechnung zu tragen, dass eigentlich, wenn man das nach meiner Auffassung korrekt machen würde,
auch die Personen, die also Beifang werden und die unter Umständen dann gar nicht im Strafverfahren benachrichtigt werden, dass im Strafverfahren durchgeführt wird, eigentlich benachrichtigt werden müssen, dass sie eben in so einer Telekommunikationsmaßnahme integriert waren. Aber das findet nach dem, was mir bekannt ist, in der Praxis eigentlich nicht statt. So, dass ich eigentlich die gesetzliche Umsetzung für in Ordnung halte, dass ich allerdings die Praxis für etwas problematisch halte. Ja, also auf die erste Idee, dass man sich ein Image zieht, bevor man den Trojaner drauf steht. Also zum einen ist es meiner Ansicht nach noch ein viel krasserer Eingriff, einfach weil die Daten, ja, da wird einfach eine komplette Kopie der Daten erzeugt und irgendwo beim LKA abgelegt. Und selbst beim Wiederaufspielen ist meiner Ansicht nach die Integrität auch nochmal ganz in extremem Maße betroffen. Und ich glaube, man hat auch ganz praktische Probleme. Also ich würde mich bedanken, wenn mein Rechner plötzlich nach so einer Maßnahme wieder auf den Stand von 2020 drin gemacht hat, einfach wieder rückgängig. Also ich würde mich zumindest wundern, was da, wie das sein kann. Bei mir dauert das Image 5 Stunden. Ja, dazu kommen die tatsächlichen Probleme, dass so ein Image zieht man sich einfach auch nicht mal so ganz schnell. Also wäre zumindest bei der Zollkontrolle da aufgefallen, hätte man da wirklich ein Image runtergezogen. Zu der zweiten Frage, ob Viren selbst wieder Schwachstellen in solchen Staatstrojanern ausnutzen können. Also sowas ist grundsätzlich denkbar und passiert auch, dass Viren oder Würmer Schwachstellen nutzen, die wiederum andere Viren oder Würmer hinterlassen haben. Aber ich glaube, da ist einfach eine rein theoretische Fragestellung, weil einfach die Verbreitung von solchen Staatstrojanern immer relativ gering sein wird. Also rein, auch wenn wir hier von der Gefahr reden, dass es möglicherweise mal flächendeckend eingesetzt wird, also lohnt sich für einen Virenschreiber, würde ich mal sagen, immer noch eher ganz normale Schwachstellen auszunutzen, als jetzt mich einfach auf die Schwachstellen in irgendwelchen Bundestrojanern oder Bayern-Trojanern zu stürzen. Aber grundsätzlich denkbar ist es natürlich. War immer die Frage, es wird alles protokolliert, was ausgeleitet wird, ist nachvollziehbar, ist richtig, Protokolle liegen vor. Das Zweite, die Firma Digitask oder die Fremdfirmen sind in diesem entsprechenden Prozess nicht beteiligt. Die bekommen nicht einmal die Grundlage des Beschlusses mit, sodass also auch hier keine entsprechenden Daten weitergeleitet werden. Und die bekommen also selbstverständlich keinerlei Kenntnis über die durchgeführte Quellen-TKÜ. Diese derartige Unterlagen stehen natürlich selbstverständlich der Prüfung zur Verfügung, um das nachvollziehen zu können, weil sonst würde die Prüfung am Ende für alles leere laufen, wenn nicht nachgeprüft werden kann, was habt ihr denn jetzt eigentlich dokumentiert, stimmt die Dokumentation mit dem überein, was letztlich ausgeleitet worden ist. Meines Wissens gibt es noch eine Firma in der Bundesrepublik zumindest, die sich mit derartigen Themen beschäftigt. Dann war die Frage Umleitung über die USA, das habe ich ja schon dargestellt. Es gibt also eine entsprechende Proxy-Kaskade, ist es zu nennen. Die Ausleitung der Daten erfolgt verschlüsselt über mehrere derartige Proxy-Server, um eine mögliche Rückverfolgung möglichst zu erschweren. Es werden keine Daten auf diesen Servern gespeichert, sie sind auch nochmal unterstrichen hier verschlüsselt, sie werden nur durchgeleitet. Das wird sicherlich auch eine Frage sein, also wir gehen davon aus, dass dieses Vorgehen entsprechend dem deutschen Datenschutzstandard entspricht, aber ob es letztlich diesen Weg über die USA gehen muss, aber sie haben letztlich im Internet sowieso keine entsprechende Erkenntnis, wie die Daten geleitet werden. Für mich ist sehr wichtig, dass das entsprechend verschlüsselt wird. Die Kommunikation, um das nochmal darzustellen, mit der Quellen-TKÜ-Software ist nur möglich auf die festgelegte IP-Adresse, sodass also die Quellen-TKÜ-Ausleitung nur auf diese Adresse möglich ist. Der Kommunikationsaufbau erfolgt immer auch ausgehend von der Quellen-TKÜ-Software.
und kann nur von dort angestoßen werden auf die in der Software entsprechend hinterlegten IP-Adresse. Priorisierung von Grundrechten oder Staat selber machen, will ich lieber davon sprechen. Es gibt ja aufgrund der Diskussion, die angestoßen worden ist, in der wir uns befinden, auch einen entsprechenden Auftrag. Ich glaube, das ist die Innenministerkonferenz, die die LKS und unter der Federführung des Bundeskriminalamts gebeten hat, eine Konzeption zu erarbeiten, inwieweit hier eine entsprechende eigene staatlicherseits, dann hätten wir den echten Staatsterrorismus, die Software oder Data Warehouse entsprechend zu errichten ist, um letztlich das insgesamt in staatlicher Hand in dieser Sensibilität abwickeln zu können. Da ist im Moment das Bundeskriminalamt zugange, um entsprechende Konzeptionen zu überlegen, was ist denn notwendig, wo kann es angesiedelt werden, ist es vollkommen möglich, ohne Fremdführungen hier zu arbeiten, welche Zeitschiene ist hier auch entsprechend anzusetzen, um die Quellen TKI oder auch die Online-Software, wenn sie denn gebraucht wird, dann letztlich den Ermittlungsbehörden zur Verfügung stellen zu können. Also langer Rede, kurzer Sinn, die Überlegungen sind auch dahingehend, inwieweit letztlich der Part der Privaten entsprechend eingeschränkt werden kann, auch sicherlich im Hinblick, Herr Freund, in dem Bereich, also wenn ihr denn zusammenarbeiten müsst mit entsprechenden privaten Firmen, weil es anders nicht darstellbar ist, aus welchen Gründen auch immer, weil der Staat möglicherweise nicht so gut bezahlt, dass hoch entsprechende Spezialisten aus dem Chaos Computer Club zu uns kommen oder aus sonstigen Firmen, wird es entsprechend auch Thema sein müssen, inwieweit letztlich dann, wenn eine derartige Leistungsbeschreibung eingegangen wird, inwieweit die Firmen dann ohne Wenn und Aber auch den Quellcode offen zu legen haben, nachvollziehbar zu haben oder entsprechend auch zu hinterlegen haben zumindest. Also das sind Diskussionspunkte, die in dem Bereich der LKS und des Bundeskriminalamts und des Bundesinnenministeriums in der Richtung laufen. Deswegen war das sehr naiv von der Vorgehensweise. Dann wurde noch gefragt, inwieweit, wenn die Prozesse verdeckt laufen, letztlich offengelegt werden kann, was denn eigentlich gemacht worden ist. Sie müssen natürlich hier mit berücksichtigen, dass während der Maßnahme die Prozesse verdeckt laufen, ist ja Sinn und Zweck dieser Geschichte, aber sie kommen automatisch natürlich gerade im Strafprozess oder auch im sonstigen Verfahren, auch im Bereich der Gefahrenabwehr, in die offene Phase, letztlich in die Prozessphase. Und hier wird, und so ist es auch in Landshut geschehen, letztlich dann auch die entsprechenden Maßnahmen zur Überprüfung sind aufzudecken. Sie müssen auch letztlich im gesamten Prozess ja davon ausgehen, dass es ja nicht bei dieser Online-Durchsuchung und bei diesen Ergebnissen, die verdeckt ermittelt worden sind, im Strafprozess als Beweismittel verbleibt, sondern da werden auch letztlich dann in der offenen Phase in der Regel die entsprechenden Informationssysteme, also sprich Rechner und Festplatten, dann ganz normal beschlagnahmt und einer entsprechenden forensischen Untersuchung unterworfen und dann werden auch diese Rechner entsprechend auch dargelegt. Das war zum Beispiel auch die Geschichte, Frau Tausendmann, wir haben telefoniert, wo man kurzfristig in den Medien aufgetaucht ist, das war ja ein Nürnberger Fall, wo also in den Medien behauptet worden ist, das Landeskriminalamt hat das ja eine Online-Durchsuchung, eine Online-Durchsuchung in Quellen-TKÜ im Jahr 2009 durchgeführt und da wurden jetzt plötzlich Daten aus 2008 aufgefunden. Wie ist denn das letztlich zu verstehen? Das ist erklärbar dadurch, dass die Quellen-TKÜ 2009 durchgeführt worden ist, dann wurde das Verfahren offen geführt, damit wurde der Rechner bei dem ganz normalen offenen Ermittlungsverfahren sichergestellt und wurde von der entsprechenden forensischen IOK ausgewertet, um dem Gericht letztlich mit der Staatsanwaltschaft auch die Beweisführung vorzulegen. Und insoweit kamen natürlich auch der Chaos Computer Club in die Festplatte, in den Besitz der Festplatte im entsprechenden Bereich der Strafverfolgung. Also was ich sagen wollte, die Maßnahme selber läuft verdeckt, aber sie kommt jedenfalls immer in die offene Phase und damit ist auch gewährleistet, dass diese entsprechenden Maßnahmen letztlich auch nachvollzogen werden können und entweder auch datenschutzrechtliche Sicht überprüft werden können oder natürlich auch entsprechend im Prozess entweder vom Gericht selbst abgefordert werden können und spätestens da, wenn sie irgendwas auf den Tisch legen,
was also jetzt ein Beweismittel ist, wo Sie sagen, wann sind denn das her? Das ist doch letztlich aus dem Rechner konzipiert, wie konnte das sein? Dass Sie haben doch nur Quellen-TKÜ gemacht, auch spätestens da würden die entsprechenden Beweise im offenen Verfahren dann überprüft werden können. Ja, zum Schwere des Verbrechens, da gilt, wenn man davon ausgeht, dass 100a und 100b die entsprechende Rechtsgrundlage ist, der Katalog, den der Herr Dr. Peter ja auch schon dargelegt hat, wenn Sie sich den anschauen, dann sind das nicht die Ladendiebstähle, sondern das sind in der Regel Verbrechen bzw. bandenmäßig durchgeführte Strafverfahren, Betrugsverfahren etc., Betäubungsmittelverfahren, die ganz dezidiert in dem 100a auch explizit dargestellt sind. Und damit ist auch der Rahmen gesteckt, von welchen Delikten letztlich eine derartige Maßnahme, wie übrigens auch für die normale Telefonüberwachung gilt, also auszugehen ist. Damit ist die Schwere der Straftat gesetzlich definiert nach dem jetzigen Stand der Rechtsprechung. So, wunderbar. Mir wurde auch noch eine Frage gestellt, aber vielleicht eine Bemerkung vorab. Ich fand es ein bisschen schade, dass die Bildzeitungsmeldung nicht zutreffend gewesen ist. Sie ist ja dann in der Früh nach der Debatte hier im Landtag auch über das Radio gelaufen, B5 aktuell, weil dann hätte tatsächlich das, was uns im Ministerium am Tag vorher gesagt hat, nicht gestimmt und dann wäre der Rücktritt fällig gewesen. Also es war wirklich, wirklich jammerschade sozusagen. Zu der Frage, wo muss man die Grenze für eine Quellen-TKÜ setzen, wenn sie gesetzlich geregelt werden sollte? Sinn und Zweck der Quellen-TKÜ ist im Grunde eine Telefonüberwachung. Von daher muss für die Quellen-TKÜ im Grunde das Gleiche gelten wie für eine normale Telefonüberwachung. Aber sie kann natürlich nur gesetzlich dann festgeschrieben werden, wenn tatsächlich gewährleistet ist, dass sie sich auf die Kommunikation beschränkt und eben dies stelle ich mal in Frage, dass dies technisch überhaupt machbar ist. Allerdings bei der Telefonüberwachung, wir haben die Zahlen gehört, 20.000 Überwachungsmaßnahmen pro Jahr im Bund insgesamt, ist natürlich auch schon eine große Zahl, wo man, denke ich, auch hinterfragen muss, ob so viele Telefonüberwachungsmaßnahmen erforderlich sind. Und zwangsläufig sind hier natürlich immer die Unbeteiligten am anderen Ende der Leitung mit beteiligt. Von daher geht es eher in die Richtung zu überlegen, inwieweit man den Straftatenkatalog der normalen Telefonüberwachung überprüfen muss und gegebenenfalls nochmal etwas zusammenstreichen sollte. Wichtig jetzt ist, dass wir Aufklärung betreiben, dass wir dies intensiv machen, dass wir eine Beleuchtung von allen Seiten hinbekommen. Anfragen zu stellen gehört mit dazu, deswegen war die Frage, die Anfrage wieder zurückzuziehen, vielleicht nicht in die richtige Richtung gehen. Außerdem ist sie praktisch fertig und ich glaube, die Arbeit von Herrn Dr. Petri haben wir damit nicht wirklich verzögert. Und wie gesagt, es schadet im Moment nichts, weil ja die Maßnahmen eh bis zu einer Klärung auf alle Fälle ausgesetzt sind. Wir brauchen hier eine übergreifende Diskussion. Wir müssen natürlich mit allen Beteiligten, deswegen haben wir auch in einen Date eingeladen und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich, dass Sie auch sozusagen hier in die Höhle des Löwen gekommen sind. Wobei so schlimm war jetzt die Höhle des Löwen auch wieder nicht. Wir müssen die Argumente einfach kritisch hinterfragen, aber nicht an die Diskussion mit Vorurteilen rangehen, sondern einfach die kritische Hinterleuchtung machen. In jedem Fall brauchen wir, wenn es zu einer Quellen-TKÜ-Maßnahme in Zukunft kommen soll, braucht es in jedem Fall eine eigene, klare gesetzliche Grundlage. Das, denke ich, kann man heute aus der Diskussion in jedem Fall als Ergebnis ziehen. Ein Satz von Herrn Date ist in dem Zusammenhang schon auch sehr wichtig nochmal herauszustellen. Sie hatten gesagt, wenn die Entstehung einer Kommunikation, also wenn zum Beispiel das Tippen einer E-Mail, die Vorbereitung einer Kommunikation nicht zur Kommunikation im rechtlichen Sinne hinzugerechnet werden kann, dann ist die Quellen-TKÜ tot. So ungefähr hatten Sie es ausgedrückt und
Ich meine auf alle Fälle ein Schreiben, ein Arbeiten an einer Kommunikation, die ich vielleicht dann gar nicht abschicke oder verändert abschicke, kann nicht zur Telekommunikation gezählt werden. Also von daher ist in diesem Sinne sozusagen für mich auch das Fazit, dass die Quellen-TKÜ nicht gesetzlich geregelt werden kann, weil es einfach nicht, faktisch nicht möglich ist. Ich möchte mich ganz herzlich bei allen Referenten hier bedanken. Ich darf dem Herrn Dr. Pietli viel Courage und Aktivität bei der Klärung der ganzen Angelegenheit wünschen. Dr. Mittenzweig, bleiben Sie dran, hier Dinge aufzudecken und stellen Sie Ihre Dienste möglichst im Literat zur Verfügung. Herr Albrecht, das war, glaube ich, ein wirklich wertvoller Vortrag, dass wir alle mal auch im rechtlichen Bereich auf den gleichen Stand gekommen sind. Und Herr Date, nochmal ganz herzlichen Dank fürs Kommen. Und